Ja, schönen guten Tag heute zu unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute. Und zwar nicht News für Gebildete, sondern heute die Talkshow Demokratie pur. Aufnahme läuft und wir fangen an. Wir sind heute zu viert, vielleicht kommen noch zwei dazu, müssen wir sehen, wird sich zeigen. Wir fangen aber auf jeden Fall schon mal an. Und zwar, ich fange mal mit meinen ersten 2 Minuten an. Im Bild zeige ich jetzt unsere 6 Professoren von den 24 Professoren und Doktoren des Weltrates der Weisen. Und ein Arbeitskreis des Weltrates der Weisen ist ja sozusagen die Next Scientists for Future. Und die heutige Fragestellung an uns alle ist ja so ein bisschen, welche Verfassungsänderung und welche Gesetzesänderung würden wir anregen zur Weltverbesserung und warum? Die Begründung. Und bei mir, ich mache es heute mal ein bisschen anders. Ich formuliere heute mal so, wir haben in der Analyse unseres Wirtschaftssystems festgestellt, dass wir eigentlich sehr wenig gute Handlungen in der Gesellschaft belohnen und eigentlich sehr häufig eher schlechte Handlungen durch unbewusste Mechanismen des Marktsystems belohnt werden. Ja? Gedankengänge, also ich mache mal nur ein Beispiel, wenn ich tief daran glaube, dass Zucker ein sehr gesundes Lebensmittel ist, dann werde ich den ohne schlechtes Gewissen verkaufen und da ich damit wie kann man das sagen, geringere Herstellungskosten habe, als wenn ich reife Früchte liefern würde, mache ich dadurch riesige Profite und kann dadurch riesige Werbung bezahlen und werde quasi belohnt dadurch, dass ich ein gesundheitlich bedenkliches Nahrungsmittel wie übermäßiger Zucker sozusagen in die Bevölkerung hineinpumpe. Und genau da müssen unsere Verfassungsänderungen und die vom Weltrat ansetzen. Also gutes Verhalten stringent belohnen, abgeleitet aus der Evolutionspsychologie, Psychobiologie und so weiter. Und schädliches Verhalten für die Menschheit, für alle beteiligten Menschen eher nicht mehr belohnen. Na? Und da werde ich in der nächsten Runde, wenn ich dann wieder dran bin, eben das nochmal tiefer begründen und so weiter, wie das dann zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme aussehen könnte und so weiter. Ja, und jetzt hatte ich gedacht, und jetzt führe ich das Bild vom Herrn Westermann, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist der Name richtig korrekt? Westerheide. Westerheide, ja, genau. Und ich mache erstmal Ihr Bild kurz größer und dann können Sie gleich loslegen. So, jetzt hat man das Sie gut im Bilde. Ja, Ich würde zu Beginn immer vorstellen, wer eigentlich gerade spricht. Na, wer ist das der hätte ich sowieso Westerheide? Wer bin gemacht. ich? Genau. Genau. Ja, also, jetzt beginnt Ihre Zeit. Sagen Sie, wie Sie die Verfassung ändern würden. Okay, kurze Vorstellung. Mein Name ist Dirk Westerheide, 63 Jahre alt, gelernter Journalist. Derzeit selbstständig mit einer kleinen Eventagentur. Wir veranstalten Messen, speziell Hochzeitsmessen. Politisch aktiv bin ich seit 2011. Da bin ich der NGO Economy for Mankind von Jörg Gastmann beigetreten, die vor allem oder eigentlich speziell, muss man sagen, ein absolut revolutionäres, neues Parteiprogramm, Wirtschaftsprogramm mit allen Folgen, Steuerprogramm und unter anderem auch eine neue oder alte, neu gedachte Version von Demokratie einführen möchte. Kurz skizziert, ich weiß nicht, ob ich das in den 2 Minuten jetzt schaffe, wir möchten Bürgerparlamente einführen. Wir finden die Parlamente, wie sie jetzt existieren, sind vollkommen okkupiert von den Parteien, die alles bestimmen, die unter anderem auch bestimmen, wer Präsident des Bundesverfassungsgerichts wird, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, was also mit Demokratie sehr, sehr wenig zu tun hat. Wir möchten
dass diese Parlamente aufgelöst werden. Wir möchten, dass die Regierung, also die Kanzlerin, der Kanzler und die Minister zukünftig komplett vom Volk gewählt werden. Wir möchten Gesetze durch Bürger durchführen lassen, ergehen lassen. Und zwar geht das wie folgt. Jeder Deutsche, der Interesse daran hat, kann sich anmelden, macht einen kleinen Test, ob er auch geeignet ist. Und aus diesem Pool werden dann für jedes Gesetzesvorhaben, vielleicht den Satz noch ganz kurz, 1000 Bürger ausgewählt, die sich nur mit diesem Gesetz ausgelost, die sich nur mit diesem Gesetz beschäftigen und es zu Ende bringen und dann wieder normal an ihre Arbeit zurückkehren. Ja, danke. Vielen Dank, herzlichen Dank. Ich werde nachher auch, wenn ich nachher dran bin, dann auch dazu äußern, wie wir das sehen. Aber finde ich schon mal sehr interessanter Vorschlag. Ja, dann würde ich sagen, Herr, dann ist jetzt Herr sozusagen unser Öff dran, Jürgen Wagner, ja? Ich blende das Bild erstmal ein, eine Sekunde. Ich bin noch nicht ganz so schnell. Jetzt sind Sie gut im Bild zu sehen. Und es geht los, ja? Sind Sie bereit? Ja, gerne. Dann kann's losgehen. Ja, ich bin Öff, Systemaussteiger seit 30 Jahren. Und ich lebe ohne Staat und Geld und mein Grundprinzip oder das Grundprinzip der von mir gegründeten Schenkerbewegung oder Bewegung für ganzheitliche Nachhaltigkeit lautet, dass wir als globale Konsensgeschwister das Nötige gemeinsam planen sollten in freier Argumentekultur. Und ich beziehe das jetzt mal auf die Frage nach Verfassungen oder Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen, grundlegendsten solchen Strukturen. Oft werden da Konzepte entwickelt, wie einige Menschen für viele andere Mechanismen einstellen, sozusagen die Schräubchen so einstellen, dass die dann das tun, was aufs Ganze verantwortlich ist. Das setzt aber voraus, dass Leute, und sei es diese Schräubchendreher, dass die ein Bewusstsein haben überhaupt, wo sie nicht, weil da irgendwelche Dressurmechanismen für sie so wirken, sondern aus eigener Einsicht und Freiwilligkeit diese Verantwortungsreife aufbringen, so mit Blick aufs Ganze, das Sinnvolle zu tun. Und wenn man es demokratisch sieht, dann glaube ich, dann brauchen wir dieses Verantwortungsbewusstsein, die Entwicklungspsychologie nennt es das Post-Conventional Level, dieses Verantwortungsbewusstsein bräuchten wir möglichst breit in der Bevölkerung, damit möglichst wenig durch Dressureffekte und möglichst viel durch Einsicht und gemeinsame Planung auf diese Verantwortlichkeit ausgerichtet werden kann. In der Wirtschaft ist natürlich das Geld oder jedes direkte Tauschsystem, direkte Vergeltungssystem Gift dafür, weil es ja immer den Blick darauf richtet, was kriege ich direkt zurück und nicht, was ist langfristig das Gute. Auch vielleicht gar nicht mal nur für mich, sondern für die Menschheit. Also der große Verantwortungsblick wird ständig verkrüppelt durch Wirtschaftsmechanismen, die auf die Direktvergeltung den Blick richten oder daraus den Maßstab machen. Vielleicht noch die Demokratie, da kann ich in einem späteren Beitrag auch noch was sagen, wie dann solche Entscheidungsstrukturen anders aufgefasst werden könnten. Ja, super. Und jetzt bringe ich den Herrn Gastmann ins Bilde. Erstmal, das ist das Bild von Attac Wuppertal, habe ich genommen, gell? Ist doch richtig? Ja. Und jetzt mache ich sie noch ein bisschen größer. Augenblick, ich versuche es mal hier noch ein bisschen größer. Und ja, dann können Sie jetzt loslegen. Ja, ich bin Jörg Gastmann. Ich bin Sprecher von Economy for Mankind. Das ist eine informelle Gruppe. Also Dirk Westheide sagte gerade, er wurde Mitglied. Bei uns kann man nicht Mitglied werden, wir sind ein Freundeskreis. Wir sind kein Verein oder irgendwas. Und wir leben von Leuten, die aktiv werden, und das kann man auf vielerlei Weise tun. Wir haben eine Mitmachen-Seite, findet man in der Navigation. So, Verfassung. Ich greife mal das auf, was Dirk Westerheide gerade angerissen und nicht vollenden konnte, nämlich Bürgerparlamente. Also wie würden wir die Gesellschaft verändern? Das sind verschiedene Arten von Gesetzen. Den Arbeitsmarkt zum Beispiel, den würden wir im Steuersystem verankern. Das sehen wir später noch.
Wir haben also vier Bereiche bei Economy for Mankind. Das ist Ökologie, Ökonomie, die Gesellschaft und die Demokratie. Kommen wir mal zur Demokratie. Ich habe vor einigen Jahren mal im Guardian, im englischen Guardian, einen Artikel gelesen, der hieß, warum Wahlen schlecht für die Demokratie sind, von einem Belgier namens Van Reybroek. Da habe ich mich damit mal beschäftigt. Dann gab es einen deutschen Autor namens Timo Riek, der hat also auch dieses Konzept mal erläutert. Das ist aus der griechischen Antike. Da wird dann gelost statt gewählt. Es gibt keinen Wahlkampf mehr. Und in diesem Konzept wird also jemand ausgelost, ist dann für faire Berufspolitiker und geht dann zurück in die Wirtschaft. Dann habe ich mir gedacht, das ist nicht extrem genug. Wir machen das ganz anders, so wie Dirk Westerheide das gerade angerissen hat. 1000 Leute, die sich vorher bereit erklärt haben, also nicht jetzt wie in der US-Jury, wo die dann sagen, ach, ich habe einfach keine Lust, sondern 1000 motivierte Leute melden sich an. Aus den 61,5 Millionen Wahlberechtigten werde ich, wenn es jeder Dritte ist, 20 Millionen, die werden dann ausgelost. Und bei jeder einzelnen Entscheidung kommen immer 1000 andere. Die wissen auch vorher nie, worum es eigentlich geht. Das wird alles zufällig zugeordnet und dann haben wir echte Bürgerparlamente. Wir haben also keine Berufspolitiker mehr, die Parteien sind entmachtet. Das sind dann temporäre Bundestage. Wir lösen also den Bundestag nicht auf, sondern das wird für jeweils eine Entscheidung immer an andere 1000 Bürger verlagert. Und das können wir jetzt nochmal weiter ausführen. Also wer darf vorschlagen, Direktwahl von Kanzlern und so weiter. Ja. Ja, dann danke ich vielmals für diese erste Runde. Und ist noch jemand dazugekommen? Will ich nur mal in die Runde fragen. Ist noch jemand Neues dazugekommen? Wenn nicht, dann machen wir einfach die zweite Runde weiter. Und zwar fange ich wieder an. Und also freue mich, warten Sie jetzt, ach nö, ich bin schon im Bilde. Also ich, das ist immer das Bild der sechs Professoren, weil bei uns ist der Weltrat wichtig und nicht ein kleiner Vertreter des Weltrates wie ich oder ein ehrenamtlicher Assistent. Ich habe ja diese Doppelrolle des ehrenamtlichen Assistenten. So, dann sage ich mal etwas dazu, ja? Bürgerparlamente, sehr gute Idee. Also erstmal, was wir total unterstützen, würden wir sagen, unser jetziges Parlament, so wie es jetzt ist, ist völlig unbrauchbar. Ich glaube, da sind wir uns weitgehend einig, glaube ich. Ja? Und ich finde es auch schon mal ein Riesenfortschritt zu sagen, dass man sagt, statt dieser interessierten Berufspolitiker, die sich gerne mit der High Society zusammensetzen, die aus Lobbyisten und reichen Leuten wie Bill Gates und Ähnlichen besteht, dass das da zu Beeinflussungen kommt, ist ja wohl jedem irgendwie sonnenklar. Ne? Und dass, wenn man zufällige Leute, wie hat der Herr Gastmann gesagt, gelost statt gewählt, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. Wenn dann die Leute gelost sind, dann wird es garantiert insgesamt bessere Entscheidungen geben, als sozusagen das jetzige Parlament in der jetzigen Form machen kann. Und jetzt kommen wir mit unserer Wohlfühlstimme. Wir wollen also nicht nur, dass also 1000 Leute müssen sich ja dann inhaltlich mit einem Gesetz betrauen, wenn ich es richtig veranstalte. Die werden betraut mit einem Gesetz, die müssen sich aber einarbeiten in ein Gesetz und müssen dann sozusagen da wirklich was Kompetentes zu sagen. Und das ist natürlich nicht ganz ohne viel Arbeit, würde ich sagen, ist meine Einschätzung jedenfalls. Und da ist die Wohlfühlstimme eben das Konzept, das eben ganz klar sagt, da jeder Bürger nimmt immer am Bürgerparlament teil, ja, weil die Wohlfühlstimme können wir, wenn es uns jetzt schlechter geht, melden wir sofort per Internet dem Bundeswahlleiter Wiesbaden unsere veränderte Wohlfühlstimme. Und die Wohlfühlstimme ist, letzter Satz, ist eben, es ist viel leichter, sein eigenes Wohlfühlen zu beurteilen, als ein neues Gesetz zu beurteilen. Ja, alles weitere in der nächsten Runde, ne? So, dann ist wieder hier Herr, ich habe es mir hoffentlich richtig gemerkt, Herr Westerheide dran, ne? Haben Sie, jawohl. Ja, dann können Sie loslegen, ja? Ja, mache ich. Ich will ganz gerne Ihren Einwand, Ihr Argument aufgreifen, dass das viel Arbeit ist. Das ist natürlich richtig, aber die werden ja auch für diese Zeit, wie es dauert, das Gesetz
zu arbeiten, werden die freigestellt. Die haben also nichts anderes zu tun, als sich darum zu kümmern. Aha, super. Und es ist ja auch nichts anderes, als die Politiker heute machen. Die haben ja auch nur Zeit, können ihre Zeit nur nutzen, um Gesetze zu erarbeiten. Ihr Hinweis, dass die beeinflussbar sind, kann ich nur unterstützen. Ich glaube sogar, dass sie das größte Problem in unserer Demokratie sind. Berufspolitiker sind nicht qualifiziert, eigentlich für gar nichts. Nimmt man zum Beispiel mal Herrn Spahn, der ja derzeit jeden Tag durch die Medien geistert. Der ist als Bankkaufmann sicherlich nicht qualifiziert, diese Corona-Pandemie in Anführungszeichen zu managen, und schafft er ja auch nicht. Um das Ganze noch ein bisschen weiter zu treiben jetzt, wer darf Gesetze einreichen? Wir sagen eigentlich, kann das jeder machen, das wird ja bisher kommt ja in erster Linie aus den Parteien. Die möchten wir aber entmachten, das wollen wir ja gerade nicht. Also darf jedermann, jedes Unternehmen, jeder Verein, auch jede Partei darf Gesetze einreichen. Wir schaffen dann eine Instanz, die das Ganze kanalisiert nach Wichtigkeit, die schaut, dass es vorbereitet wird, aufbereitet wird für die ausgelosten Abgeordneten und so weiter. Okay, dann gebe ich jetzt mal hier weiter. Genau, wir machen ja in der nächsten Runde, geht es ja dann wieder weiter. Wir greifen den Faden ja immer wieder auf. Und jetzt ist mein, wenn ich richtig bin, wieder öff dran, Jürgen Wagner. Ja, gern. Vielleicht auch mal mit dem Schwerpunkt, bevor Sie beginnen, mit dem Schwerpunkt, so könnten Sie Ihren Wunsch nach dieser, dass die Bürger verantwortlich mitdenken sozusagen, könnte man das auch in Gesetzen oder in Verfassung formulieren? Ja, also jedenfalls ist das ja aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, denn es geht uns ja weniger darum, dass, was weiß ich, ein Minister wie Herr Spahn jetzt auch eine gesundheitliche Kompetenz vorweisen würde. Wir brauchen eigentlich die demokratische Grundkompetenz oder die menschliche Grundkompetenz, dass man statt egoistischer, kurzsichtiger Interessen überhaupt danach schauen will, nach möglichst guten Argumenten fürs Wohl des Ganzen zu steuern. Und das finde ich eben auch so spannend. Wir reden da von den Politikern, von den Parlamenten, Parteien und so weiter. Aber wir müssen uns ja auch fragen, wo werden die Entscheidungen letztlich getroffen? Was ist die entsprechende Instanz, die hauptsächlich steuert? Und das ist der einzelne Bürger. Und deshalb sagte ich schon in meinem ersten Beitrag, man kann sich zwar überlegen, wie verantwortlich denkende Menschen die Dressurschrauben für die anderen so einstellen im Wirtschaftssystem oder im politischen System, sodass die dann auch aufs Ganze verantwortlich funktionieren. Aber die würden dann halt das nicht aus Einsicht, Freiwilligkeit oder gemeinsamer Planung so machen, sondern weil halt die Belohnungseffekte oder irgendwas sie so beeinflussen. Aber ich denke, wir müssen uns klar vor Augen halten, das sind eben nicht nur von irgendwelchen Dresseuren zu dressierende Gesellschaftstiere, sondern das sind die eigentlichen Souveräne. Das heißt, die Einstellung, ich handle nicht für irgendeine unmittelbare Vergeltung oder einen Profiteffekt, sondern ich handle für die Verantwortung im Ganzen. Also auch da, wo ich nichts davon habe oder sogar wo ich Verzicht dafür leisten müsste, dass für die Kinder der Zukunft etwas Verantwortliches geschieht, diese Bewusstseinsreife, die brauchen wir. Weil wenn die eigentlichen Entscheider nicht danach gehen, dann wird auch keine gesellschaftliche Richtung auf die Weise zustande kommen. Und ich kann noch sagen, also ich werde das später sicherlich ausführlicher dann noch beschreiben, das ist für mich der Grund, warum ich bei mir anfange und so im Gandhi-Sinne sage, ich muss die Veränderung sein, die ich in der Welt sehen will, auch das entsprechende verantwortungsreife Bewusstsein haben. Und ich muss hingehen und muss mich dann fragen, was sind jetzt die Initiativen auch weltweit, die strukturschaffenden Initiativen, mit denen ich so eine Verantwortungsstruktur auch global hervorbringen kann oder mit unterstützen kann? Ja, vielen Dank. Also ich fasse zusammen, also dass auch diesen gemeinwohlorientierten Blick, dass es darum geht, den auch zu entwickeln,
Ja, genau. Aber da kommen wir ja dann weiter. Ja, dann ist, habe ich jetzt wieder Herrn Gastmann im Bilde. Und Sie können loslegen. Ja, dann mache ich mal da weiter, wo Dirk Westerheide vorhin aufgehört hatte. Ich habe mal sehr lachen müssen oder eigentlich fast weinen müssen. Da hat eine FAZ-Redakteurin geschrieben, dass ja die Leute mit den besten Fähigkeiten heute unsere Regierung bilden. Also das, was wir da oben haben, das sind die besten Leute, die wir haben. Also man möchte wirklich weinen, so traurig ist das. Ja, und das sind alles Leute, die sind in ihrer politischen Klasse, in ihrer Käseglocke und kriegen von außen gar nichts mit. Das kriegt man auch jetzt in der Corona-Krise mit. Also die betrifft das alles nicht, die halten sich nicht dran. Und bei uns sieht es ja so aus mit den Bürgerparlamenten, das, was die Leute beschließen, das ist das, womit die alle selber auch leben müssen. Und dann entschließen die oder dann beschließen die ganz andere Dinge, die für Berufspolitiker völlig fremd wären. Was wir auch nicht haben, ist der Einfluss von Lobbyisten oder von Korruption. Also ich halte den Bundestag gerade in den Ausschüssen für sehr, ich sag's mal höflich, korruptionsanfällig. Und wenn man das alte cui bono nimmt, wer profitiert von einer Entscheidung, dann sieht man eigentlich die Korruption. Ist ja auch sehr praktisch, dass so viele Anwälte in den Ausschüssen sitzen. Anwälte sagen dann, das ist ja schön, dann lass mal die Millionen rüberwachsen. Und das fällt alles unter das anwaltliche Schweigeverpflichtung. Da kommt man dann nie rein. Also ich möchte wetten, wenn man mal wirklich graben würde in den Bankverbindungen von Spitzenpolitikern, da kämen unheimlich hässliche Sachen raus. Aber das wird ja nicht passieren. Das ist in Bürgerparlamenten nicht möglich. Es gibt keine Motivation und es gibt auch keine Möglichkeit, für die temporären Abgeordneten bestochen zu werden. Ich weiß ja gar nicht, wer trifft die Entscheidung. Und die haben Zeit satt. Wir haben keinen Zeitdruck. Die können auch 3 Monate dauern. Worum geht es eigentlich? Es geht um etwa, also es werden heutzutage etwa 120 Gesetze pro Jahr beschlossen. Das ist die Größenordnung. Und wenn da jeder 3 Monate Zeit hat, es gibt also manche, die müssen schnell entschieden werden. Stichwort Corona-Krise, da muss also schnell entschieden werden, machen wir Lockdown, ja, nein. Aber die allermeisten Dinge haben richtig lange Zeit und das dauert heute auch sehr lange. Und die Zeit können die sich nehmen und werden beraten und müssen vor allen Dingen die Gegenposition hören. Ne? Also, um das nochmal zu Ende zu führen, nehmen wir mal Corona-Krise, die müssen also sowohl einen Herrn Drosten als auch einen Herrn Bhakti hören und Co. Ja, genau. Ja, dann melde ich mich nochmal wieder zu Wort. Muss gerade das Bild einschalten. Ja, da bin ich immer wieder im Bilde. Ja, mein Beitrag ist quasi so, dass ich also erst nochmal sagen muss, ich finde einerseits, Ihren Vorschlag vom Bürgerparlament wäre ein Riesenfortschritt gegenüber dem jetzigen. Dann auch dieses, dass die Menschen sozusagen, ich weiß noch nicht genau, wie sie das lernen sollten, so verantwortungsbewusst mit ihrem Bürgerrecht umgehen würden, dass sie einen echten gemeinwohlorientierten Blick entwickeln. Das finde ich natürlich ganz fantastisch. Wobei ich allerdings, wenn ich im Internet die beleidigenden Kommentare bei jeder Gelegenheit sehe, sozusagen so manchmal doch an den Menschen zweifle, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und jetzt wollte ich kurz erzählen in meiner Zeit, wie die Wohlfühlstimme die Parteien um 180 Grad verändern würde und und das Parlament, jedes Parlament verändern würde. Ja, stellen Sie sich vor, Ihr Landesparlament, wo Sie wohnen, oder Ihr Kommunalparlament, oder machen wir den Bundestag gleich, ja? Und wenn jetzt also bei den Landesparlamenten, ja, zum Beispiel, da reagiert eine Partei und die Bürger entwickeln während der Regierung, gehen die Wohlfühlstimmen der Bürger im Durchschnitt stärker im Keller. In Bayern gehen sie zum Beispiel hoch, die Wohlfühlstimmen, ganz minimal, aber Statistik signifikant. Und in Nordrhein-Westfalen gehen die Wohlfühlstimmen signifikant runter. Dann werden die Parteien hungern nach kompetenten Reformern, nach Leuten, die Ideen haben, wie man die Situation für die Menschen verbessern kann. Die werden sozusagen lauter Leute außerhalb der Parteien reinholen und werden total gemeinwohlorientiert denken und fühlen lernen. Und sozusagen, und die Parlamente würden also dann völlig andere Dinge beschließen. So, aber meine Zeit ist um, ich mache das nachher weiter. Ne? Ja, dann geht's wieder los.
Sie sagen es, wenn ich Schaubilder einblenden soll von Ihnen. Ich blende im Moment immer die Fotos ein, gell? Wenn ich richtig bin, ist jetzt Herr Westerheide wieder dran, ne? Ja, dann macht er mal. Ich würde Ihre Argumentation, die Sie hatten, voll unterstützen. Ich sehe aber nicht, dass die Menschen, die sich dann oder die dann ausgelost werden und über einen Gesetzentwurf beraten und entscheiden, dass die beleidigend werden oder nicht, wie ich glaube, Sie haben gesagt, den gemeinwohlorientierten Blick haben. Ich denke, wenn man in der Verantwortung ist, ändert sich der Blick automatisch. Und dadurch, dass wir ja auch möchten, dass der Kanzler, die Kanzlerin und die Minister direkt vom Volk gewählt werden, wird sich sowieso ein ganz anderes Demokratiebewusstsein einstellen. Auch wenn die Menschen das heutzutage nicht benennen können, bin ich fest davon überzeugt, dass in fast jedem in Deutschland im Hinterkopf das Gefühl schwelt, wir haben ja sowieso nichts zu sagen. Was ja auch stimmt. Wir haben das zuletzt bei der Europawahl gesehen, als plötzlich eine Dame, die weder durch Kompetenz aufgefallen ist, noch zur Wahl stand, zur höchsten Repräsentantin der EU gewählt wurde. Sowas muss unbedingt ausgeschlossen werden. Deshalb also die Direktwahl. Dazu sollte es einige Einschränkungen geben, dann, dass man nicht plötzlich 1 Million Kandidaten hat. Das würde aber dann wohl auf die nächsten 2 Minuten kommen. Oder der Jörg greift es vielleicht auf. Ja, danke. Ich gebe dann den Staffelstab so weiter. Ja, danke schön. Vielleicht wäre es sinnvoll, dass wir die Reihenfolge ändern, dass ich nach Dirk Westerheide spreche. Dann kann ich das aufgreifen und weiterführen. Ja, aber ich finde es gerade sehr interessant, ruhig dann dazwischendurch immer noch mal eine andere Stimme zu hören. Denn vielleicht sagt ja Herr Wagner direkt auch was direkt dazu. Ich finde das dann immer sehr passend, dass da ruhig gerade noch mal die Möglichkeit eines neuen Inputs ist. Ja? Oder was meint die Mehrheit? Sollen wir die Reihenfolge ändern? Also ich wäre auch für ändern. Ich glaube, das ist etwas stringenter, wenn der Herr Wagner dann nicht ärgerlich ist. Also ärgerlich wäre ich nicht und ich wäre mit allem einverstanden. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass es die Diskussion lebhafter machen würde. Das meine ich auch, dass wir eben, okay. Und deswegen blende ich jetzt mal den Herrn Wagner ein. Ich mache mir übrigens immer Notizen für alles, deswegen, ich verliere den Faden sowieso nicht. Ja? So. Ja, also ich sag mal gleich dazu, bei mir kann immer auch gerne ein Schaubild dann, kann abwechselnd sein, eins der beiden Schaubilder sein, weil Gesicht ist nett und gut, aber Inhalte sind wichtiger als Einzelpersonenbezüge. Ich blende mal die Schaubilder ein, ja, genau. Ja, super, super. Und ich sag mal so, also ich weiß nicht, woher die Vorstellung kommt, dass wenn man Menschen einfach Entscheidungsmacht gibt oder mehr Geld gibt oder sonst was, wie auch bedingungsloses Grundeinkommen, dass daraus mehr Verantwortlichkeit entsteht. Wie ist denn die reale Erfahrung, die wir haben? Die mehr Macht bekommen, werden dadurch eher korrumpiert. Die mehr Geld bekommen, schwelgen lieber in Luxusallüren, statt dass sie da die Verantwortlichkeit mit praktizieren. Wir haben nicht nur die Korruption von Leuten, die in hohen Ämtern sind. Der wahre Souverän bei uns auf der Straße ist längst Konsum korrumpiert. Und er denkt nicht ans Wohl des Ganzen, sondern er denkt an seine Interessen. Und auch wenn wir jetzt mal sagen, wir machen da ausgeloste Bürgerparlamente, die Bürger, die da drin sind, sind die, die ansonsten diesen parlamentarisch gewählten Politikern ihre Stimme gegeben haben. Das sind die Leute, die gehen einkaufen bei Nestle und sonstigen den Konzernen. Wir haben nicht den rationalen Grund anzunehmen, weder dass sie jetzt diese Verantwortungsreife haben, noch dass sie sie durch das Zuschustern von Macht und Geld bekommen würden. Das geht um eine geistige Kompetenz oder eine moralische Kompetenz und die kriegen wir nicht durchs Los und nicht durch Zufall und nicht durch Dressureffekte, sondern die kriegen wir durch Verantwortungsbildung. Und da müssten wir uns mit beschäftigen, was das wirklich... Mir ist ganz klar, warum das nicht gewollt wird, dieser Blick. Weil wir alle wollen lieber einen Mechanismus, wodurch wir die Welt retten, und dahinter bleiben wir so, wie wir sind. Und wir sind alle darauf orientiert, eher für kurzsichtig oder eigene Vorteilsinteressen zu leben, statt für das Wohl des Ganzen. Und ich
bringe deshalb mal was ganz Provozierendes rein und lege damit meine Karten offen. Ich bin Teil einer sozialen Struktur, die längst einen Ersatz für den Staat versucht aufzubauen und eine andere Verfassung schon hat. Und das ist das Bündnis Terranea, freie Erde für freie teilende Menschen. Und das setzt wirklich damit an, dass der Einzelne überhaupt erstmal zum Souverän werden muss. Also nicht korrumpiertes Marionettenfigürchen, sondern zu einem echten Souverän werden muss, der an das Wohl des Ganzen denkt. Da werde ich im Laufe des Gesprächs jetzt bestimmt noch genauer diese Verantwortungsreife beschreiben, dieses post-conventional Level. Aber ich mache es mit einem provokanten Ding gleich deutlich. Sogar, wenn wir jetzt alle Bürger hier oder diese Ausgelosten, die sich zusammensetzen, würden jetzt wirklich mal demokratisch im Sinne der Mehrheit in der Bundesrepublik Deutschland Entscheidungen treffen, dann ist das immer noch egoistisch und kurzsichtig korrumpiert. Weil wenn wir uns wirklich überlegen würden, was heißt Demokratie, dann müsste das Menschheitsdemokratie sein, die die Interessen der Kinder der Zukunft von ab sofort an die oberste Stelle als Entscheidungskriterium setzt. Und da müssen wir uns fragen, wie kommen wir zu sowas hin? Ja, und darauf werde ich in meinem nächsten Beitrag eingehen, aber erstmal ist Herr Gastmann dran. Ja, Sie sind schon im Bilde, wenn Sie ein Schaubild möchten, ja, ich habe die Schaubilder, ich habe hier alles zum Anklicken bereit, ne? Ja, das ist zwar noch nicht dran, aber anstelle meines Gesichts können Sie gerne dieses Wabensystem und diese Wabenkarte. Das mache ich dann sofort. Sie können schon loslegen und ich tue es direkt rein. Ja. Ja, ich habe kein so negatives Menschenbild. Ich erinnere mich mal an damals Helmholtz-Gymnasium Essen. Da hatte ich einen ganz tollen Lehrer, Wilhelm Giesek hieß er. Und der sagte mal einen schönen Satz: Die selbstlosesten Menschen der Welt sind Eltern. Nicht alle Eltern sind selbstlos, aber es gibt niemanden, der selbstloser ist als Eltern. Das schließt auch Großeltern ein. Also niemand will was Besseres für Kinder als ihre Eltern. Niemand will was Besseres für die Enkel als die Großeltern. Und das ist im Grunde die Grundlage dafür, dass man sagt, wir wollen eine enkeltaugliche Welt. Und die entsteht genau dadurch. Konsum sehen wir überhaupt nicht negativ. Das Problem beim Konsum ist die Masse. Nicht die Qualität, sondern die Quantität der Menschen. Wir sind völlig überbevölkert. Die Erde ist völlig überbevölkert. Ich würde sagen, eher um den Faktor 10. Es gibt Menschen wie zum Beispiel Hans Rosling, diesen schwedischen Arzt und Statistiker, der sagte, ja, im Grunde genommen wird die Weltbevölkerung sich irgendwo bei 10, 11 Milliarden einpendeln. Das ist eine ökologische Katastrophe. Natürlich kann die Erde 10 oder 11 oder 12 oder auch 20 Milliarden Menschen ernähren, aber das ist jetzt mal aus der Perspektive des Homo sapiens betrachtet und wir müssen das Ganze betrachten. Wir teilen diesen Planeten mit Milliarden von Spezies, nicht Lebewesen, sondern Spezies. Und wenn wir alles den Menschen unterordnen, dann bleibt für die anderen Spezies nicht mehr übrig. Wenn ich mir mal Satellitenbilder vom brasilianischen Urwald angucke, wenn ich mir mal Indien angucke, das ist alles weg, das ist alles weggefressen. Der Homo sapiens frisst die Erde auf. Und wir müssen weniger Menschen werden. Und das geht über eine Senkung der Geburtenrate. Die Geburtenrate senkt man, das hat man ja überall gesehen, wo es stattfindet, durch Wohlstand. Je wohlhabender eine Gesellschaft ist, desto weiter sinkt die Geburtenrate. Und unser Konzept ist wirklich Wohlstand für alle durch dieses System, das gerade hier eingeblendet wird, auf das wir vielleicht noch später eingehen. Ja, und das ist die Lösung. Mehr Wohlstand und mehr Leben in die Tage, statt den Tagen mehr Leben geben. Na, das ist unser Konzept. Ja, ich mache mir nur gerade ein Stichwort hier, Wohlstand, ja, und Geburtenreduktion, gell? Ja. So, und dann rufen wir für mich mal das Bild auf, das heißt hier erste MGEAT. Wenn Sie das, haben Sie die Bilder irgendwie vor sich, so im Anzeigemodus oder so? Ja. Ja. Das können wir schon mal aufrufen. Das ist dieser Hierarchiebaum. Das ist diese das ist die Evolutionsanalyse unserer Wirtschaftssysteme. Ne? Ja, dann fange ich mal an. Also erstmal, ich mache noch zu Ende Parteien im Parlament. Ja, ich habe durch die Wohlfühlstimme werden die Parteien nur noch ins Parlament Leute lassen und wir brauchen vielleicht auch so eine Regelung, dass jemand, der aus der Wirtschaft kommt und wirklich was kann, aber gewohnt ist, im Monat 40.000 Euro zu verdienen, dass er die dann auch bekommt, wenn er Kanzler wird oder Minister wird oder was auch immer, damit er keinen wirtschaftlichen Abstieg macht, ja, für die Zeit, in der er in der Politik tätig ist. Und das Entscheidende ist, dass die Parteien selber die Ersten sein werden, die darauf drängen,
dass lauter Input aus der Gesellschaft in die Parlamente kommt und dass die besten Leute reinkommen. Ja, also ich sehe natürlich immer noch den Vorteil, dass die gelosten und zufälligen Bürger sozusagen noch unabhängiger vielleicht sind. Aber die Wohlfühlstimme bestraft ja gnadenlos dann jede mögliche Beeinflussung. Also quasi, wer sich hat beeinflussen lassen, wird aufgrund der schlechter werdenden Wohl... Denn wenn man sich beeinflussen lässt, macht man immer politische Entscheidungen, die der Masse der Bürger schaden. Ne? Und wenn dann die Wohlfühlstimmen, und die werden ja noch gekoppelt mit den Gesundheitsdaten, schlechter werden, dann ist die Partei weg vom Fenster. Und bevor sie weg vom Fenster ist, tut sie sozusagen unempfängliche Politiker in die Parlamente entsenden. Ne? Ja, und dann zum Konsum ganz kurz. Da werde ich gleich dann bei der nächsten Runde mit diesem Bild dann drauf eingehen. Und muss dann allerdings, ich muss dann verschieben, auch dann muss ich in der zweiten Runde auf Wohlstand und Geburtenreduktion eingehen. Hochspannende Themen, aber meine Zeit ist um. Ne? So, dann bitteschön, jetzt wieder, ich glaube, Sie haben kein eigenes Schaubild, Herr Westerheide, gell? Nee, ich bin ja auch Vertreter des der Economy for Dann Mankind. Dann blende ich da mal das zweite Schaubild ein von Economy for Mankind diesmal. Umsatzprovisionen als faires Geschäft zwischen Gesellschaft und Wirtschaft, ja? Ja, aber wir waren ja mit dem Thema Demokratie noch nicht durch, oder? Was? Wir waren ja mit dem Thema Demokratie noch nicht durch. Nein, aber ich finde es nicht verkehrt, ich mache mir wie gesagt Notizen, ich finde es nicht verkehrt, dass wir jetzt die Demokratie so ein bisschen verlassen haben und jetzt auch schon bei dem Thema Konsum sind und so weiter. Das ergibt sich halt so. Also vielleicht, wenn Sie sich auch selbst Notizen machen, dann verlieren Sie auch immer den, dann verliert man den Zusammenhang nicht. Ja, Herr Westerheide, Sie sind dran, gell? Ja, mache ich. Ich würde ganz gerne aber trotzdem noch auf Ihre Rede kurz eingehen. Sie sagten zum Beispiel, dass dafür gesorgt werden müsse, dass der Kanzler und die Minister keinen wirtschaftlichen Abstieg zu befürchten hätten. Immer mit dem Hintergrund Korruption. Das Problem sieht man jetzt und das Problem sehen wir natürlich auch. Deshalb wollen wir auch, dass eine komplette Regierungsriege sich einmalig zur Wahl stellen darf oder jeder einzeln sich einmalig zur Wahl stellen darf, für 4 Jahre gewählt wird und dann weiß, er kann nicht wieder gewählt werden. Also diese Auswüchse, die Frau Merkel uns gerade vorführt, die werden damit ausgeschlossen und natürlich auch die Anfälligkeit für Korruption, für Beeinflussung. Und die Beeinflussung auf die Gesetzgeber, also auf die ausgelosten Mitglieder der Bürgerparlamente, sind insofern ausgeschlossen bis aufs Extremste minimiert, dadurch, dass diese ausgelosten Parlamentarier überhaupt nicht bekannt sind. Deren Namen wollen wir erst bekannt geben, wenn das Gesetz steht, um dann auch eine Verantwortlichkeit zu schaffen. Aber das schließt natürlich vollkommen aus, dass sie von irgendwelchen Lobbyisten, die jetzt ja momentan im und am rund um den Bundestag zu Tausenden herumschwirren, dass die eine Chance haben der Beeinflussung. Denn das ist schon ein wichtiger Faktor der Demokratie. Ja, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass wir jetzt schon eines der nächsten Themen, zum Beispiel den Arbeitsmarkt, aufgreifen. Ja, gebe ich Ihnen mal weiter. In der nächsten Runde würde ich sagen, ja? Okay. Jetzt also blende ich wieder eines der Bilder ein von Jürgen Wagner, richtig? Ja, Sie können ruhig auf sagen, also auf ist mein eigentlicher Name. Ja, ja. Genau. Ich blende dann dieses Bild, das mit dem Schmetterling sozusagen, blende ich ja, einfach mal okay. ein. Ne? Ich arbeite okay. gerade dran. Mhm. So, ja. Aber Sie können schon beginnen. Ja.
Ja, dann greife ich das nochmal auf. Woher kommt Verantwortungsbewusstsein? Also ich rede nicht mit einem negativen Menschenbild. Ich denke, wir Menschen können verantwortlich sein, aber das können wir, wenn wir es wollen. Anders als die Tiere ist das bei uns kein Instinktautomatismus, sondern es ist eine geistige Entscheidung, ob wir diese Dimension in uns öffnen wollen oder nicht. Und es hat sehr viel mit Familienlogik zu tun. Das ist auch für uns eines der ganz wichtigen Dinge und wird auch von den Leuten, die sich da um einen Menschheitskonsens bemühen, so als Menschheitsfamilienlogik beschrieben. Komme ich noch drauf, warum wir diese Weitung so brauchen. Aber wir müssen einfach sehen, jetzt die Welt wird von Familien so auch gestaltet. Die jetzigen Politiker werden von den Familien gewählt. Die arbeiten in Berufen, womit sie das jetzige Wirtschaftssystem tragen. Und die haben sich, ob in der ehemaligen DDR oder im Ostblock oder auch sonst, überwiegend für den sogenannten freien Kapitalismus entschieden. Und wenn wir da wollen, dass die anders gesinnt sind, dann müssen wir uns fragen, welche Bewusstseinsveränderung würde das erfordern? Warum funktioniert denn die Familie so, dass da nicht nur diese kalte egoistische Geld- oder Vergeltungslogik ist? Durch Verbundenheit und Identifikation. Die Menschen sehen sich so mit den anderen als eine Einheit, dass ich im Augenblick auch für den anderen was tun kann, ohne gleich was zurückzufordern, weil ich davon ausgehen kann. Wenn ich was brauche, wird mir gegenüber auch so gehandelt. Das heißt also, dieses Verbundenheits- oder Identifikationsbewusstsein, das müssen wir sehen als die Steuerungsorientierung, auf die es ankommt. Und da müssen wir uns fragen, wie kriegen wir die hin? Und nicht nur für die Kleinfamilie, also nicht nur für irgendeinen Splittertellerrand, weil dann reicht es eben nicht für alle. Die Familien hier in Deutschland denken nicht ausreichend an die armen Familien in der dritten Welt und denken nicht ausreichend an die Kinder der Zukunft. Die Masse der Menschen heute verheizt gerade die Lebensgrundlagen der kommenden Generation. Das heißt, wir müssen uns wirklich fragen, wo ist die Fehlschaltung und wie können wir die in eine richtige Schaltung umsetzen? Und damit auch nur kurz noch zu diesen Polen, Überbevölkerung und Wohlstand. Also die Überbevölkerung ist nicht das große Problem, sondern die Gier. Und solange die Menschen mit ihrem Wohlstand dann so viel verbrauchen hier in Deutschland wie 40 in Indien, haben wir da keinen Fortschritt bei gemacht, sondern wir bleiben in der Maßlosigkeit und kommen nicht wirklich raus. Ja, darauf werde ich gleich eingehen, nach Herrn Gastmann jetzt wieder. Und ich blende wieder das andere der Schaubilder mal ein. Ne? Das mit den nur um Abwechslung zu machen. Sie können aber schon loslegen, ja? Ja, also zunächst mal zur Wohlfühlstimme. Also ich habe noch nicht ganz verstanden, wo der Unterschied liegt zum heutigen System, wo Sie, wenn Sie mit der CDU, FDP nicht einverstanden sind, 1998 sagen, jetzt wähle ich mal Rot-Grün, dann kriegen Sie das Gleiche oder noch schlimmer. Dann sind Sie mit denen nicht einverstanden, dann kam wieder Schwarz-Gelb. Dann kommt eine große Koalition, das ist immer das Gleiche. Sie kriegen ja, egal wen Sie wählen, immer die gleiche Politik. Also dass Sie sich da ändern, das finde ich jetzt nicht nachvollziehbar. Ja, was jetzt mal die Thematik angeht, Überbevölkerung. Doch, wir sind viel zu viele, viel zu viele. Wir haben also die Gesamtheit aller Ressourcen dividiert durch die Anzahl der Menschen, ist das, was pro Kopf zur Verfügung steht. Oder wir haben die Gesamtheit aller Flächen auf der Welt dividiert durch die Zahl der Menschen, das ist die Fläche pro Mensch. Und der Nenner dabei ist immer die Zahl der Menschen. Da müssen wir runter. Und ich sehe das ganz anders als zum Beispiel ein Nico Pech, der dann sagt, wir müssen es reduzieren. Wir müssen also so leben wie ein Mensch, sagen wir mal, ein Global Footprint von 1. Wer hat sowas? Leute in Haiti, in Vietnam, auf den Philippinen. Das heißt, wir müssen um ungefähr 87% runter. Also auf etwa 13% des heutigen Verbrauchs. Das geht überhaupt nicht. Und das werden auch gerade die Menschen der dritten Welt nicht mitmachen. Die wollen so leben wie wir hier in Mitteleuropa. Und das wird auch passieren, dass also die Geburtenrate nur deshalb sinkt, weil der Wohlstand pro Kopf steigt und damit steigt auch der Ressourcenverbrauch. Wir müssen von der Zahl der Menschen runter, da führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Und dann heißt es, ja, das wäre kinderfeindlich. Nein, ist es überhaupt nicht. Das ist gerade kinderfreundlich, denn wir wollen mehr Lebensqualität statt Quantität. Und niemand hat irgendwas verloren, wenn wir einfach eine Geburtenrate haben, wie heute von zum Beispiel 1,4 Kinder. Ja, wer hat dann irgendwas verloren? Da gibt es ja keine Verlierer. Und am Ende hat vor allen Dingen die Natur gewonnen und alle anderen Spezies haben gewonnen, wenn es viel weniger Homo sapiens gibt. Das ist ein Prozess, der dauert locker 100 Jahre, bis wir auf ein akzeptables Maß herunterschrumpfen. Ja, vielen Dank. Und bei mir jetzt wieder dieses Bild, da werde ich jetzt hoffentlich dazu kommen, darauf einzugehen, unser Hauptbild mit diesem Evolutionsbaum. Ja, ganz kurz nur,
Was ist der Unterschied zwischen der Wohlfühlstimme? Ich habe noch nicht deutlich gemacht gehabt, dass die Wohlfühlstimme nicht nur über die Politiker entscheidet, sondern über den Verdienstzuschlag, den mein Hausarzt kriegt. Also wenn mein Hausarzt mir hilft, präventivmedizinisch mit seinen Gesundheitskursen und seinem Gesundheitsclub sozusagen, seiner Gesundheitskommune, wie wir es ganz bewusst nennen, mir hilft, dass ich seltener krank werde, dann kriegt er den höchsten Verdienstzuschlag. Und das ist ein Mix dann aus Gesundheitsdaten und Wohlfühlstimmen. Genauso mein Lebensmittelhändler, wo ich am meisten meiner Nahrung beziehe und so weiter. So dass alle Beteiligten dann sozusagen die Wohlfühlstimme hat, also die lenkt die Wirtschaft, die macht die Wirtschaft zu meinem Diener. Ich bin nicht mehr das Anhängsel der Wirtschaft, sondern die Wirtschaft kriegt dann, verdient dann am meisten, wenn sie meine Gesundheit fördert, meine Langlebigkeit und meine Lebensqualität. Und jetzt kommen wir zu der Lebensqualität, zu dem Schaubild. Ja, also für uns ist ja sozusagen, wenn ich nochmal an Öff-Öff erinnere, Konsum korrumpiert. Das nennen wir konsumsüchtig. Wir sagen, der Mensch von heute ist konsumsüchtig. Ja? Wie ist er das geworden? Wir hatten die ganze paläoanthropologische und evolutionsbiologische und auch die Zoologie lehrt uns, dass wir früher gelebt haben wie die Bonobos. In Kommunen, wo die Männer alles den Frauen und Kindern geschenkt haben, weil die Verbundenheit war die Liebe. Die Liebe in der Gemeinschaft war die Verbundenheit und das führte zu diesem verantwortungsorientierten Handeln, weil man sich geschenkt hat. Und jetzt ganz links unten in dem Bild ist quasi ein erster Händler, der in der Wahrheit ist. Und der sagt als Händler, ich bin schon wieder rum mit der Zeit, da mache ich nachher weiter. Aber ich will damit nur noch andeuten, also wir müssen über Konsumsucht und deren Beendigung sprechen. Ja? Also dann, wer ist wieder dran? Herr Westerheide, wenn ich richtig denke. Ja, ich glaube, da haben Sie recht. Ich mache dann mal weiter. Würde, wenn Sie einverstanden sind, jetzt nicht auf das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Dill, und auch nicht auf das, was FF gesagt hat eben, eingehen. Da kommen ja gleich noch ein paar Informationen, die würde ich ganz gerne abwarten. Ja. Wenn Sie die Folie Umsatzprovision als faires Geschäft einblenden jetzt, dann würde ich ganz gerne darauf eingehen. Dann kommen wir auch zu einem neuen Thema. Habe ich? Zu einem weiteren Thema. Habe ich? Haben Sie. Zum Ausholen dafür würde ich ganz kurz unser Steuersystem skizzieren. Wir möchten gerne, dass das derzeitige Steuersystem, das weder effizient ist noch gerecht, sondern im höchsten Maße ungerecht ist, möchten wir gerne komplett abschaffen und genau noch eine einzige Steuer als, ich sag mal, Alltagssteuer. Es gibt noch drei andere Steuerarten, die zum Tragen kommen könnten, aber die wollen wir jetzt erstmal hier kurz auslassen. Wir möchten also die ganzen Steuern abschaffen. Niemand muss mehr Einkommensteuer bezahlen, die Unternehmen brauchen keine Ertragssteuer mehr bezahlen. Es gibt genau noch eine einzige Steuer und das ist eine Umsatzsteuer in Höhe von 15%, aber als echte Umsatzsteuer. Das heißt, ein Vorsteuerabzug ist damit für die Unternehmen nicht mehr möglich. Das bedeutet in der Konsequenz für den Staat, der muss ja finanziert werden und der wird ja zurzeit relativ schlecht finanziert. Die Herrschaften in der Regierung denken ja schon wieder über Steuererhöhungen bzw. Corona-Soli nach. Bedeutet in Zahlen derzeit, also zuletzt hat die öffentliche Hand in Deutschland 776 Milliarden Euro an Steuern eingenommen, die zu verteilen waren. Mit dem neuen System bedeutet das, es gibt ungefähr 7,7 Billionen Euro Umsätze in Deutschland, setzt sich zusammen aus den Umsätzen für Waren und Dienstleistungen und dem Import. Auf diese 7 Billionen Euro Umsätze erheben wir 15% und haben damit etwas über 1 Billion Euro, also viel, viel mehr an Steuergeldern zur Verfügung und können endlich auch wieder
das finanzieren, was jetzt hängen bleibt. Siehe marode Schulen, siehe kaputte Straßen, siehe Rentensystem und so weiter. Ja, da waren wieder, ich habe mir wieder eine Notiz gemacht, weil da war wieder ein hochinteressanter Punkt drin. Und wir gehen weiter. Ich blende mal wieder dieses andere Schaubild ein, ja? Sehr schön. Ja, dann bitte loszulegen. Ja, also ich glaube eben, dass wir uns zu sehr an Oberflächenveränderungen rumbewegen, an der Außenseite kratzen mit irgendwelchen Einzelmaßnahmen, statt das so ganzheitlich und bis zur Wurzel zu sehen. Konsumsucht sagt viel. Und damit komme ich zu dem Argument vom Herrn Gastmann, wenn weniger Menschen da sind und der Wohlstand steigt, wenn weniger Menschen mehr verbrauchen, ist es keine Verbesserung gegenüber dem, dass viele wenig verbrauchen. Das heißt, ökologisch haben wir keinen Vorteil. Wir leben auch hier in einem der dichtest besiedelten Länder der Welt nach wie vor. Und solange die hier so viel verbrauchen wie 40 in Indien, solange sind wir eine treibende Kraft der Zerstörung, auch mit dieser Art von Wohlstandsmodell und Geburtenregulierung. Und damit komme ich zu dem, was der Herr Dillang gesagt hat. Solange wir Konsumsüchtige haben, hilft uns die Wohlfühlstimme von Konsumsüchtigen nicht zur Orientierung weiter. Die werden nämlich dann dasselbe als Wohlgefühl weiter aufrechterhalten wollen oder da bedient werden wollen, wie es jetzt ist. Und dann sind es eher, wenn es keine Zigaretten mehr sind, sind SUVs für alle oder irgendwelche blödsinnigen Computerspiele statt Bildungsprogramme. Und wir werden aus Menschen, die selber gar nicht auf ihr langfristiges Wohlergehen schauen, noch nicht mal innerhalb ihrer kleinen Lebensspanne, da werden wir keine global verantwortliche Orientierung drauf aufbauen können. Deshalb, wie man es dreht und wendet, aus meiner Sicht kommt man nicht dran vorbei, den Blick endlich, also ich meine, man macht es natürlich selbst auch ungern, weil wir wollen alle unsere Dinger im Leben machen können, ohne uns immer zu fragen, ist das jetzt das Beste für die kommenden Generationen? Wir sind alle gefangen in dieser Willkür, auch eigene Konsumsuchtinteressen umsetzen zu wollen. Und deshalb ist das so ein heißes Thema oder so tabuisiert und wir wollen lieber irgendeine, was weiß ich, Steuerregelung verändern. Aber wir müssen an diese heiklen Themen ran, wenn wir wirklich an die Wurzel herankommen wollen. Denn die ist wirklich so, dass der einzelne Bürger als Souverän und alle, die er als Repräsentanten vielleicht irgendwie beauftragt, ob Politiker oder in der Wirtschaft, dass die von einem aufs Ganze schauenden Verantwortungsbewusstsein geprägt sein müssen. Ja, hochinteressanter Aspekt. Hat mich jetzt mal sehr nachdenklich gemacht. Bitte, Herr Gastmann. Ja. Ich möchte jetzt nicht unterbrechen. Ich habe ein Problem mit meiner Technik hier. Ich höre überhaupt nichts mehr. Ich versuche das. Ich höre Sie auch jetzt extrem schlecht. Ich weiß aber nicht, ob das funktionieren wird. Wählen Sie sich doch bitte noch einmal neu ein. Einfach noch mal neu einwählen. Vielleicht ist dann die Tonqualität wieder in Ordnung. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Einfach nochmal neu einwählen? Ja, einfach auflegen und neu den gesamten Einwahlprozess machen. Wenn es nicht funktioniert, dann sage ich... Wobei wir jetzt wieder gut hören. Ja, wobei jetzt hörten wir sie wieder gut. Ja, ich finde es aber schon noch sehr leise. Okay. Ja, was man zu wissen muss, also Dirk Westerheide hat ein Hörgerät. Ja. Und das hat er irgendwie, ich weiß nicht mehr, Bluetooth oder so, gekoppelt an das Telefon. Da gibt es irgendeine Elektronik, irgendeine Hardware, die ihm da hilft, dass er einfach das Telefonat überhaupt versteht. Also ohne Hörgerät könnte er nicht telefonieren. Ah ja. Wenn die Verbindung vom Hörgerät zum Telefon nicht funktioniert, dann versteht er nichts. Ja, dann einfach nochmal neu einwählen. Ja, denn Herr Gastmann, Sie sind schön laut und er nicht. Ja, ne? Ja. Ich habe auch ein Headset. Gut. Ja. Ja, wann soll ich loslegen? Ja, jetzt. Gut. Ja, was ist Konsumsucht und wer entscheidet, was Konsumsucht ist? Ich glaube, Sie werden nicht viele Leute finden, die Ihnen da folgen können. Also ich finde es erstmal total spannend und interessant. Ich bin auch dankbar dafür, für die Gelegenheit, mit Leuten zu sprechen, die einfach ganz anders denken, zu anderen Schlüssen kommen, anders analysieren. Also das hilft mir auch weiter, mal meine eigene Position zu überdenken. Also ich finde das toll, das Gespräch erstmal. Das sei erstmal an dieser Stelle angemerkt. Ja, bin ich konsumsüchtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, schätze mich nicht so ein. Ich kenne auch keinen, der konsumsüchtig ist. Ich habe jetzt nicht übermäßig viel Kleidung oder Schuhe, aber ich habe zum Beispiel sehr, sehr viele. Ich habe 1500 CDs und etwa 1500 Vinylschallplatten im Laufe der letzten 45 Jahre angesammelt. Wenn man das jetzt mal dividiert durch die Zahl der Tage, ist das jetzt pro Tag nicht ganz viel. Also ich weiß nicht, alle paar Tage ein oder so. Aber das ist für mich ein Genuss. Musik ist ein Genuss.
Will man mir das verbieten? Darf ich das nicht mehr? Ne, darf ich mir nicht mehr aussuchen, was ich, welche Kleidung ich tragen will? Ich kaufe mir gerne Bücher. Darf ich keine Bücher mehr kaufen? Ne, es gibt so viele Dinge. Darf ich keinen Monitor machen? Darf ich keinen Computer mehr haben? Wer entscheidet das? Wer entscheidet, ab wo Konsum das Ausmaß einer Sucht annimmt? Und Sie müssen immer bedenken, wir alle haben nur ein Leben. Zumindest ich gehe davon aus, ich bin also Atheist, sei dazu angemerkt. Und ich glaube nicht, dass nach dem Tod jetzt irgendwas anderes auf mich wartet. Das heißt, ich versuche aus diesem Leben das Maximale noch rauszuholen und die Lebensbedingungen, unter denen wir leben, positiv zu beeinflussen. Auch zum Eigennutz, zum Nutzen meiner Kinder, meiner beiden Kinder, zum Nutzen von Enkeln, die ich irgendwann mal haben werde, hoffentlich. Ich sehe das also anders. Ich sehe den Menschen so wie Konrad Adenauer. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind. Andere gibt's nicht. Und wenn ich versuche, die jetzt umzuerziehen, dann wird das immer scheitern. Ich muss immer denken, was liegt in der Natur des Menschen? Denn der Mensch wird ja seit der Steinzeit getrieben von zwei Motiven, Gier und Angst. Die Gier, er will mehr haben als nichts. Und die Angst ist, er will was nicht verlieren. Das sind die stärksten Motive. Und da kommt man nicht dran vorbei. Ja, das sind die psychologischen Größen. Ja, so, dann hoffe ich, dass das technische Problem bald gelöst ist. Aber ich gehe nochmal auf unser Schaubild zurück. Also erst einmal ganz kurz dazu. Nie was verbieten, das wäre mein Ansatz. Also bei Konsum geht es nicht darum, jemandem irgendwas wegzunehmen, sondern ihm erst etwas zu geben. Und erst wenn er dieses bekommen hat, kann er selbst ja eventuell sagen, auch ich brauche keine Zigaretten, ich brauche keinen Alkohol mehr, ich brauche keine Süßigkeiten und ich brauche keinen Urlaub auf dem Ballermann mehr, weil es hier so schön ist. Also es muss ganz klar sein, also bloß nichts verbieten. So, und mein Weg würde bedeuten, also hier, ich bin wieder auf dem Schaubild, dass der zweite Händler der Evolution, der tausendste vielleicht, sich irrt. Und dass der eben dann sagt, nee, also euer Kommunenleben, das ist ja eklig, das ist widerwärtig, ihr schmust ja ständig nur und seid ja so liebevoll da am Rummachen und so weiter. Außerdem infiziert ihr euch da, damals wussten die das natürlich noch nicht, aber es könnte eine moderne Formulierung sein. Und dadurch wurden die Menschen, die Nähe einer Kommune, also eines liebevollen Verbundes, in dem auch sozusagen geschenkt wird und Verantwortung übernommen wird für die gesamte Gruppe und so weiter, das wurde zerstört durch die Händler, durch den Tauschhandel. Und dann ist es ganz selbstverständlich, dass wir alle, also ich bin selbst konsumsüchtig. Ja, ich bin ja von Grundberuf Psychoanalytiker. Wenn ich mich selbst wahrnehme und beobachte, dann bin ich jeden Tag konsumsüchtig. Jeden Tag giert mich es nach Ersatzbefriedigung für nicht gelebtes Leben, für nicht gelebtes Liebesleben, für nicht gelebtes Kommunenleben, für nicht gelebtes Sozialleben. Und dafür muss dann die Erde herhalten. Und dafür mache ich dann die Erde kaputt, indem ich was Ungesundes kaufe, zum Beispiel. Ja, ja, erstmal nur so viel. Also, ja, jetzt müssen wir fragen, hat Herr Westerheide sein technisches Problem lösen können? Nein, ich habe gerade eine WhatsApp von ihm erhalten, da schreibt er, Übertragungsgerät scheint kaputt zu sein. Also nichts am Telefon, sondern an seinem Gerät? Ja, das Gerät, das das Hörgerät ans Telefon koppelt. Ah, das ist aber schade. Nicht. Er weiß nicht warum. Na gut, dann müssen wir aber so weitermachen einfach. Herr Gastmann, ja. Sie können ihn ja quasi auch inhaltlich vertreten, ne? Natürlich. Ja, dann würde ich sagen, ja, dann, Herr Gastmann, dann sind Sie jetzt schon dran. Ja, wie gesagt, Adenauer, der Mensch ist, wie er ist. Und wir hätten ja heute normalerweise noch eine Vertreterin des kommunistischen Lagers hier gehabt. Und auch da. Ja, ich bin schade, dass sie nicht gekommen ist. Ja. Ja, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls, wir versuchen ja immer, die Leute auch zu gewinnen. Also meistens geht das nicht, weil Leute halt so ihre vorgefasste Meinung zu haben. Also bei uns ist das so, wir stellen immer alles auf den Prüfstein und wenn wir dann feststellen, oh, da haben wir aber irgendwo an was nicht gedacht, dann versuchen wir das Problem zu lösen, das Ganze zu erweitern und immer weiter zu entwickeln. Das ganze System, dieses Economic Balance System,
Das war ursprünglich mal das sogenannte Bandbreitenmodell und das haben wir dann immer weiter ausgebaut und wir warten immer noch auf das erste Gegenargument, außer kenne ich nicht, will ich nicht oder außer ich habe eine grundsätzlich andere Lebenseinstellung. Sagen wir so wie jemand wie Öff oder der Herr Pech, der dann sagt, wir müssen also praktisch so völlig entbehrungsreich müssen wir leben. Genügsamkeit entwickeln. Ja, wie Diogenes in der Tonne leben, also quasi, oder was die Natur hergibt, oder Sie sprechen von Bonobos. Bonobos haben ja keine Produkte. Also ein Produkt ist ja etwas, was irgendwo hergestellt wird, sondern die leben von dem, was die Natur so hergibt. Kann man machen, aber das ist natürlich eine Lebensqualität, die, glaube ich, bei weitem nicht mehrheitsfähig ist. Und warum muss man die ganze Gesellschaft so fordern? Man kann in einen Kibbutz gehen oder eine Genossenschaft gründen und kann dann also eine kleine Kommune machen, aber eine Volkswirtschaft, die wird so nicht funktionieren, zumindest nicht, wenn die aus zig Millionen Menschen besteht. Wenn ich also zu dem zurückgehe, dass die Natur mich ernähren muss, dann brauche ich wahnsinnig viel Fläche pro Mensch. Dann habe ich keinen Traktor, dann habe ich keinen Mähdrescher, dann habe ich die ganze Technik nicht. Dann bin ich wieder da, wo ich früher war, im Mittelalter, wo dann, oder vor 200, 300 Jahren, wo dann 98% der Bevölkerung Bauern waren und der Erde dann die Nahrungsmittel dann halt abbringen mussten. Heute ist nur noch jeder Hundertste Landwirt. Also mit moderner Technik kann man halt eine große Gesellschaft ernähren und wenn ich die Technik nicht habe, dann muss die Gesellschaft auch wieder schrumpfen. Ja, Öff ist dran, gell? Ja, danke schön, danke schön. Ja, ich schicke voraus. Ich finde es auch traurig. Ich hätte mich auch gefreut schon auf Vertreter von KenFM und Russia Today. Die hat zugesagt, dass sie am Montag um 10.30 Uhr dabei ist. Kurze Information. Am Montag um 10.30 Uhr alle herzlich eingeladen, weil sie hat jetzt nochmal extra Bilder geschickt. Sie will unbedingt am Montag um 10.30 Uhr dabei sein. Paula PK, ja? Ja, finde ich schön, super, dann kommt man da vielleicht ins Gespräch. Weil ich finde das immer total spannend, also ich mache jetzt schon mal eine freche Bemerkung, so als Appetithäppchen quasi. Das sind alles diese Enteignungs- und Zwangsstrukturen, mit denen man die Gesellschaft retten will. Aber man wird es nicht schaffen, wenn die Menschen nicht aus Eigenmotivation mitmachen. Wenn man ihnen was wegnimmt, dann weckt es eher ihren Trotz und ihren Zorn. Man muss ihnen irgendwie erklären, dass das für sie etwas ist, was schöner ist und was sie dann freiwillig mitmachen können. Deshalb ist das aus meiner Sicht nicht das Konzept mit diesen Zwangsenteignungen. Und Russia Today wird ja auch von der russischen Regierung unterstützt. Und also ich sage gleich dazu, ich finde es super, aber dass alle miteinander ins Gespräch kommen, dass wir freie Argumentebühnen schaffen. Also nicht wie viele Linke, die jetzt sagen, wenn einer mit Russland was zu tun hat, dann ist der schon für uns, da reden wir gar nicht mehr mit drüber. Das sind die Rechtsangehauchten oder Versagten und die disqualifizieren wir gleich völlig. Also wir brauchen die demokratische Bühne. Deshalb finde ich das super hier mit pur Demokratie, was hier jetzt gerade anfängt. Wir brauchen eine Bühne, wo endlich die Horizonte aufgerissen werden und die Leute nicht nur in ideologischen Filterblasen sich immer um sich selber drehen, sondern wir wirklich mal alle Argumente auf den Tisch legen können und gucken können, was haben die jeweils für Kraft. Weil mit diesen kurzsichtigen Scheuklappenblicken kommen wir nie zu einer wirklich reifen demokratischen Bewusstseinsbildung und Entscheidungsfähigkeit. Und ich sage noch dazu, vielleicht KenFM, würde mich spannend interessieren, weil er hat ja sich da hingesetzt jetzt bei der Corona-Sache und hat sich dahinter seinen Gitterzaun gesetzt und gesagt, wir sollten vielleicht, statt dass die sagen, wir können jetzt wieder raus, sollten wir hier sitzen bleiben in unseren Wohnungen und sagen, wir kommen erst wieder raus, so quasi im Sinne von Generalstreik, wenn eine andere Politik da ist. Also ich glaube, dass auch bei KenFM der Gesichtspunkt viel zu wenig mit in den Blick kommt, wie sind wir die Veränderung und nicht warten, bis eine andere Politik da ist, die irgendjemand macht, sondern wir müssten das ganz andere System, müssten wir selber schaffen, von der Basis her, von der Wurzel. Wie können wir auch gemeinschaftlich die Veränderung wirklich sein, die wir in der Welt sehen wollen, mit ganz anderen Verantwortungssteuerungen und Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen und sowas. Okay, das mal als Appetithäppchen dazu. Habe ich beendet? Ich sage im nächsten was zu der Lebensqualität. Eben, warum ist es schöner zu verzichten? Ja, für mich ist eben entscheidend, dass es gar kein Verzicht ist. Denn nur kurz zu Paula. Also Paula ist eine sehr gesellschaftskritische Frau. Also die, ich würde sagen, sie ist sehr, sehr mittig, auch wenn sie eben für Russia Today arbeitet und ist auch friedensbewegt und so weiter. Aber ich bin gespannt auf Montag und ich hoffe, ihr seid alle dabei, gell? Ich muss arbeiten. Ach so, schade, schade.
Ja, aber ich Für werde mich ist es gucken. die Arbeit, weil ich habe mich aus allem beruflichen Zwängen rausgerissen. So, dann gehe ich genau jetzt darauf schon mal ein. Ich habe wieder mein Schaubild. Also dieses entscheidend ist für mich, dass die Konsumsucht also dass die Marktwirtschaft als Marktwirtschaft sozusagen uns notwendig über diese gewinnbringenden Irrtümer, also notwendigerweise die Liebe im Leben, die Gemeinschaft im Leben, die Verbundenheit im Leben wegnehmen musste. Weil ich sag's mal ganz hart, am meisten konsumiert der unglücklich ist. Ein unglücklicher Mensch wird am schnellsten kauf- und konsumsüchtig, weil er mehr Ersatzbefriedigungen braucht. Und das ist das Dilemma unserer Menschheit, dass wir also sozusagen, und da hilft eben die Wohlfühlstimme. Ja, das ist eben der Punkt. Werden dann die Leute überschüttet mit mehr Geld und mehr Konsum, um die Wohlfühlstimme zu verbessern? Bis zum gewissen Grad wird es sicherlich so sein. Man hat ja festgestellt, wenn Leute bettelarm sind, dann ist es tatsächlich so, wenn die ein bisschen mehr Geld geben, geben die dann tatsächlich eine bessere Wohlfühlstimme ab. Aber ab einer bestimmten Geldmenge gibt es keine Steigerung mehr von Wohlfühlstimmen mehr durch noch mehr Geld. Also wird der Konsum da nicht weitergehen, sondern wenn die Leute dann merken, dass sie in der Hausarztkommune nette Leute kennenlernen, nette Liebespartner kennenlernen, sogar überlegen, ob sie vielleicht mit denen zusammenziehen sollten, vielleicht sogar in einer Gruppe zusammenziehen sollten, also ob sie wieder eine Kommune bilden sollten. Alles freiwillig natürlich, dann werden Sie vielleicht merken, dass das eigentlich richtig glücklich liebevolle Beziehungen zu anderen Menschen machen, ja, und eben nicht noch mehr Konsum. Das heißt also, durch die Wohlfühlstimme beenden wir die Marktsituation, weil es dann also der Markt, die Haupteigenschaft des Marktes ist, dass es ungelenkt möglich ist, anderen Menschen zu schaden. Ne? Ja, in der nächsten Runde mehr. Ja, Herr Gastmann, gell? Ja, mit der Armut kommt die Liebe. Das sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich noch damals, als ich noch die Süddeutsche Zeitung abonniert hatte. Das muss so um 2005 gewesen sein, 2006 vielleicht. Da gab es mal eine Ausgabe, da hat mal jemand geschrieben, bei Hartz IV muss die Liebe schon sehr groß sein. Also zumindest wenn also für Männer spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob eine Frau Geld hat oder nicht. Aber umgekehrt ist das so. Da hatten wir auch mal bei WDR 4 oder WDR 5 auf Facebook eine große Diskussion, läuft glaube ich immer noch. Warum heiraten Männer nach unten und Frauen immer nach oben, wenn es irgendwie geht? Oder den Männern ist das vollkommen wurscht. Also Materialismus oder auch das Bedürfnis, sagen wir eher das Bedürfnis nach Sicherheit, das ist bei Frauen riesengroß. Ich erlaube mir mal, das relativ pauschal zu sagen, es mag Ausnahmen geben, ja, die Uschi Obermeiers dieser Welt, die dann sagen, dann gehe ich in die Kommune 1 und bin da eher nicht monogam. Ich weiß es nicht, ob es überhaupt so war oder ob das nur ein Mythos ist, keine Ahnung. Aber ich sehe nicht, dass das funktioniert. Sie kriegen die Frauen nicht dazu, mitzumachen. Also gerne Männer auch dann freie Liebe vielleicht haben wollten oder wenn überhaupt. Ich sehe das nicht. Das kriegen sie nicht hin. Und Frauen, oder ja, gehen wir von den Frauen und Männern wieder weg, sonst bin ich wieder Sexist, aber Frauen haben eine psychologische Struktur, die ist anders als bei Männern. Ne, Männer, die schmücken sich auch eher mit einer Frau und Frauen suchen einfach was anderes in Männern als Männer bei Frauen. Und diese Bonobo-Gesellschaft oder die 68er-Modelle auf heute zu übertragen, finde ich zwar interessant, aber ich glaube nicht, dass sie das realisiert kriegen. Ja, und deshalb nehmen wir, wie gesagt, den Menschen, wie er ist und dazu gehört auch, dass wir mit Wohlstand für alle auch die Männer attraktiver machen für Frauen oder gegenseitig. Wir haben also eine planbare, sichere Zukunft durch unser Arbeitsmarktsystem, durch unser hohes Grundeinkommen, das als soziales Netz auch noch dahinter steht. Und dann gibt es keinen Grund mehr, nicht zu kommen. Aber Liebe kann man jetzt nicht wirklich erzwingen. Ja, danke. Ich hab mir wieder einige wichtige Notizen gemacht. Aber erst ist FF dran, gell? Ja, und ich beschränke mich mal jetzt in diesem Beitrag auf das Allerwesentlichste. Nämlich die Frage, wie kann eine ausreichend weitgreifende Liebe in uns freiwillig entstehen und weil sie das Schönste ist? Und das hat nämlich viel zu tun
mit unseren Grundorientierungen als Mensch. Und ich sage das auch mal so feministisch, ich glaube, das ist so zutiefst menschlich, was ich da jetzt anspreche, dass man erhoffen muss, dass das, egal ob Männer, Frauen oder was auch immer für Unterscheidungen, dass das allgemein menschlich entwickelbar, ich sage bewusst entwickelbar sein müsste. Denn bei der Frage, wie der Mensch ist, oder wir müssen mit dem Menschen arbeiten, wie er ist oder so, wenn der Mensch nicht verantwortungsfähig handelt für die Welt, müssen wir uns die Veränderung vorstellen, sonst finden wir uns mit der Verantwortungslosigkeit ab. Also man kann den Spruch auch umdrehen. Es gibt keinen Grund, so zu sein, wie man ist. Es gibt einen Grund, so zu sein, wie man sein sollte, und zwar fürs Wohl des Ganzen. Und da muss man sich fragen, was würde das bedeuten und wie kann man dahin kommen? Und ich mache das jetzt ganz gerafft. Also wenn wir Verantwortung im Ganzen wollen, muss der Einzelne diese Verantwortlichkeit im Ganzen als sich als innere Steuerung haben, als Steuerung seines Bewusstseins und seiner Entscheidungen. Wie kommen wir dahin? Nicht, wenn er sich definiert als äußerer Materialist, egal ob er Schallplatten, Bücher, SUVs oder was weiß ich, irgendwelche Drogen haben will oder ein großes Haus oder mehrere oder was weiß ich. Also nicht äußerer materialistischer Konsumist, sondern er müsste sich, und damit komme ich zu Diogenes und komme ich zur Kraft der Liebe bei Jesus oder bei Buddha oder bei wem auch immer, er müsste sich definieren als Seelenwesen, als Vernunftseele, was Biologie, Philosophie, Theologie und so weiter, alle übereinstimmend eigentlich, wenn man sie fragt, wie kann man den Menschen definieren, dann sind wir das denkende Tier, dann haben wir eine Vernunftseele. Und wir müssten endlich dahin kommen, dass wir uns über unsere Vernunftseele definieren, der Einzelne auch schon, und uns fragen, was ist dann Erfüllung? Weil tatsächlich ist Sucht immer unkontrollierte Ersatzbefriedigung. Und wenn ich mich kontrollieren könnte, dann würde ich natürlich nicht Ersatzbefriedigung, sondern meine wahre Bedürfnisbefriedigung anstreben. Und wie das jetzt konkreter vorstellbar ist, sage ich im nächsten Mal. Ja, super. Ich bin immer noch bei unserem Schaubild, weil ich sage mal ein paar Bemerkungen. Frauen, wir haben ja die ganze Palio, unsere Professoren arbeiten ja im Prinzip seit 1968 an der Frage der besseren Welt. Ja? Wir haben alle paläoanthropologischen und alle biologischen und alle, wie gesagt, alle Befunde gefunden und analysiert. Frauen sind bei den Bonobos und wahrscheinlich bei Homo erectus vor 400.000 Jahren genetisch absolut bisexuell und polygam. Also das heißt, bei Bonobos haben Frauen fast mehr Sexualkontakte mit anderen Frauen als mit den Männern. Und diese Frauen in der Bonobo-Kommune haben Liebesbeziehungen zu allen Mitgliedern der Kommune, egal ob weiblich oder männlich. Das ist nur mal so als Hinweis. Deswegen denke ich anders, ja? Weil ich denke, dass also die Marktwirtschaft durch die Verbote und Ängste, ich sage nochmal einen Kernsatz, der Mensch ist zerstört durch Ängste und Verbote, mit dem die Marktwirtschaft seine Seele oder Psyche zerstört hat. Nämlich, früher hätte man gesagt, neurotisiert, aber das ist so ein Geschäftsmodell, Psychoanalyse und Psychotherapie. Nein, sagen wir ganz nüchtern, der Mensch ist zerstört durch die Marktwirtschaft, weil diese Ängste und Verbote, wie ich sie eben geschildert habe, der Händler verdient am meisten, wenn er den Leuten Angst macht vor dem liebevollen Kontakt mit anderen Menschen, egal ob körperlich oder nicht körperlich. Und je mehr das Sozialleben zerstört wird, desto mehr kaufen die Leute seine Produkte und deswegen zerstört Marktwirtschaft die Menschen. Und ich kann nicht sagen, dass wenn ich den Mensch so nehme, wie er ist, Adenauer, ja, dann nehme ich ja den zerstörten Menschen. Ich will aber nicht, wie die Kommunisten, da irgendwas Komisches machen, ja, sondern wir wollen einfach nur die Marktwirtschaft als Zerstörer weghaben, ja. So, Herr Gastmann, Sie sind dran. Ich war mal Mitglied der Schulkonferenz und Schulpflegschaftsvorstand vom Hansa-Gymnasium Köln, vor einigen Jahren, als mein Sohn da noch zur Schule ging, und habe dann wirklich alles versucht, um aus dieser Schule eine bessere Schule zu machen. Und was waren die Widerstände groß, vor allen Dingen bei den Eltern, unfassbar. Da sagte mal ein Lehrer, da ging es zum Beispiel um Benotung, es war so ein absurdes Benotungssystem, zum Beispiel immer die Gaußsche Normalverteilung bei Noten. Das, was Sie auch als Grafik haben, können Sie mal eben einblenden, die Gaußsche Normalverteilung. Ja, die blende ich mal ein, die Gaußsche Normalverteilung. Ja, die besagt ja dann, es können nicht alle gute Noten haben, es darf nur wenige geben, die gute Noten haben, und es muss zwangsläufig immer welche geben, die schlechte Noten haben, und die große Masse soll sich in der Mitte bewegen.
Und das ist dann das Ziel, also das so einzusortieren. Und dann haben wir also natürlich immer eine Ellbogengesellschaft, jeder gegen jeden. Schon in der Schule kriegen sie das eingeimpft. In der Schule werden die Kinder so dermaßen vermurkst. Die werden zu Funktionsträgern gedrillt. Das ist erschütternd. Und ich habe wirklich alles versucht, das mal zu bewegen und zu sagen, pass mal auf, wir sind ja die Schulkonferenz. Und wir haben, die besteht aus 6 Elternvertretern, 6 Schülervertretern, 6 Lehrervertretern plus Direktor, der hat allerdings nur eine moderierende Stimme und keine entscheidende Stimme. Und wenn die Eltern und Schüler sich einfach nur einig wären, dann können wir hier eine ganz andere Schule machen. Das Schulgesetz NRW, das gibt so viel her, so viel Freiheiten, wir können hier ganz anders bewerten. Dann fingen die an mit zum Beispiel diesen entsetzlichen Erwartungshorizonten. Dann habe ich gesagt, Leute, Erwartungshorizonte, das ist doch nur fürs Abitur gedacht. Und selbst da ist das schon Blödsinn. Die haben das aber schon in der Mittelstufe eingeführt. Ne, das ist die Erwartung, das muss dabei rauskommen. Und wer davon abweicht, entspricht nicht der Norm und wird dann abgewertet. Also das Bildungssystem ist ein Witz. Ne, also von Gerald Hüther bis zu Richard David Precht, also es gibt so viele, oder Harald Lesch, da gibt es also so viele kluge Analytiker, die klar machen, unser Bildungssystem ist sowas von am Menschen vorbei konstruiert. Und wenn ich mal sehe, wie die Leute ticken, dann ist das ein echt weiter Weg, das Bewusstsein breit zu ändern. Ja, ich hatte die Uhr nicht gedrückt, aber ich glaube, sie sind ungefähr rum, gell? Ja, ich habe ja eine Stoppuhr immer, die läuft mit und ja. Das waren 2 Minuten. Ja, ich habe nämlich aus Versehen nicht gedrückt. Ja, hätte ich ja weitersprechen können. Dann, nee, ja. Aber ich hätte schon, ich habe dann die Zeit verkürzt und neu gestartet. Ja. Ich mache mir, wie gesagt, zu allem Notizen und gehe gleich drauf ein. Ja, ja, dann mache ich mal weiter mit der Frage, wie kann diese Verantwortung im Ganzen als Vernunftseele, wie kann die das Schönste auf der Welt für uns werden? Und zwar nicht nur für uns, sondern für alle. Auch für die Leute, die da in ihren Jobs wie die Hamster rennen und dann als Ersatz in ihrer Freizeit meinen, sie müssen irgendwelche Konsumsammlungen machen. Und zwar für sich, ne? Also nicht nur das gesehen, unsere eigentlichen Bedürfnisse wären auch nicht nur der Sex mit anderen, also diese Art von Liebe, sondern unser höchstes Bedürfnis ist das hochgeistige Gespräch mit den anderen. Also das, was heute wegfällt eigentlich, weil man nur über das Wetter, über Essen und über Jobbedürfnisse spricht. Aber das wäre die eigentliche Menschenentfaltung. Und dann kommt sowas auch wie das Kuscheln und der Sex und die Verbundenheit auch im physischen Sinne, in der Familie, in der Kommune und so weiter. Aber ich bleibe beim Kern. Denn der Kern ist wirklich, wie identifizieren wir uns so mit unserem Geist oder unserer Vernunft, dass sie auch imstande ist, uns zu motivieren, danach zu handeln? Nämlich, was ist im Ganzen sinnvoll? Das muss mir keine Belohnung geben, insofern, dass ich mehr Geld im Portemonnaie habe, dass ich mehr Dinge für mich ansammeln kann. Ich denke etwas, ich erkenne, wie es im Ganzen richtig ist. Und das ist dann wie ein Seelenorgasmus, also auf höchster Stufe, dieses richtige Denken, dieses verantwortliche Denken für Sinn und Wohl des Ganzen. Und dann bin ich nämlich auch in der Kraft, danach handeln zu können. Weil all die anderen Motive, die mich korrumpieren könnten, der Lobbyist von da bietet mir Geld an oder hier dort kann ich ein teures Auto haben oder was weiß ich, das hat dann gar nicht mehr die Kraft. Weil die Kraft, richtig zu denken, für mich das Höchste und Beglückendste ist. Und das hat Diogenes befähigt, das hat Jesus befähigt. Das ist das, was uns, also nicht aus Armut oder Leid entsteht die Liebe, aber die Liebe ist in der Lage, auch Leid und Armut und so auf sich zu nehmen, sich zu opfern, wenn es für den Sinn und den Wohl des Ganzen oder der anderen auch wirklich richtig ist. Also auch nicht, dass das eben Fanatismus oder wieder so ein Ersatzbedürfnis ist, sondern Suchthandlung, was weiß ich, der da drüben ist gestorben bei seiner Beschaffungskriminalität seiner Drogen oder für seine drogenberauschte Freundin hat er sich vom Felsen geschürzt. Nicht sowas. Nein, sondern die Liebe und diese geistige Liebe, die gibt uns die Kraft für Sinn und Wohl des Ganzen dann zu handeln als höchste Erfüllung. Ja. Das macht es nochmal deutlich. Ich glaube, ich kann es gerade mal so zusammenfassen. Öff vertritt da auch einen sehr philosophischen und sehr geistigen Standpunkt. Ja? Wenn ich es richtig verstanden habe, ja von Hause aus Theologe. Gell? Theologe von Hause aus. Gell? Ja, ich habe mit 13 schon angefangen zu denken, so ja. Da war das noch ganz unabhängig von dem. Genau, aber philosophisch und Herr Gastmann, so der andere Pol sozusagen, so den Menschen nehmen, wie er ist und im jetzigen Wirtschaftssystem zum Beispiel mit diesen ganzen Demokratiereformen das so machen. Und bei uns ist es so, da verbindet sich so das Pragmatische mit dem Menschenbild und den Menschen die Zerstörung wieder beenden lassen. Aber das ist doch toll. Wir haben also eine ganz große Bandbreite heute hier. So, dann sage ich aber mal meine Bemerkungen erst einmal. Erstmal gehe ich auf das Thema ein, was Herr Westerheide noch gesagt hatte.
Umsatzsteuer 15%. Da bedeutet das wieder, dass dagegen sich möglicherweise die Konsumsüchtigen und Machtsüchtigen und Akkumulationssüchtigen Milliardärskönige sich dagegen wehren könnten, weil dann nämlich sie ja einen Großteil der Steuern zahlen, während das jetzige Steuersystem ja dazu führt, dass die nur ein Minimum der Steuern zahlen, sozusagen. Und dann müssen wir nachher das Thema, das schreibe ich mir schon mal auf, Gespräch mit dem Milliardärskönig müssen wir mal führen, denn den müssen wir dazu holen, denn der bestimmt ja im Moment im Wesentlichen das Gesellschaftliche entscheidend und denken. Ne? Dann haben wir mit der Liebe, also nochmal Herr Gastmann an Sie gewendet nochmal, mit der Liebe, sei es in einer religiösen Gemeinschaft oder in einer atheistischen Kommune oder in der Zweierbeziehung des Monogamen, ja, aber letztendlich mit der Liebe kommt das Desinteresse am Materiellen. Und das ist ja unsere Grundthese, dass dieses Desinteresse am Materiellen ist genau das Gegenteil von Nico Pech. Der Nico Pech predigt quasi ja, Genügsamkeit. Und wir sagen, nein, lass doch die Leute, wir nehmen niemandem irgendwas weg, sondern wir geben ihm die Liebe wieder zurück, indem wir die Marktwirtschaft beenden und er verliert das Interesse an den materiellen Dingen, ja, und an den Ersatzbefriedigungen. Und dann nochmal Planwirtschaft zum Schluss, ja. Bei uns, das ist eine, natürlich nicht, wir halten gar nichts von Stalinismus und Maoismus und Honeckerismus. Wir machen das genaue Gegenteil davon. Aber unsere Planwirtschaft bedeutet nur, dass die Wohlfühlstimme oder ähnliche Mechanismen als Deckel über der Marktwirtschaft sind und die Marktwirtschaft beenden, weil quasi die Schädigung der Menschen ausgeschlossen wird. Ja, ich bin aber fertig, ne? Ja, Herr Gastmann, Sie sind dran, gell? Ja, es ist richtig. Diese 15% sind Teil der Preiskalkulation. Wir haben ja auf unserer Seite economyformankind.org auch einen Bereich, der heißt FAQ. Und das müsste, ich glaube, Frage 18 sein. Die erklärt, warum die Preise nicht steigen. Und da gibt es einen Link auf eine Excel-Tabelle. Und dann, da können uns auch Leute gerne was einschicken, ihre eigenen betrieblichen Kalkulationen. Und dann sieht man also vorher, nachher, dass die Preise nicht steigen. Und dann können sich nämlich die, weil wir Umsatz besteuern und nicht Gewinne, dann kann man auch nicht mehr durch Steuerflucht sich dem entziehen. Aber die Milliardäre werden uns aus einem ganz anderen Grund bekämpfen, denn zu unserem Konzept, also das Wichtigste überhaupt ist der Arbeitsmarkt, also die Verknüpfung von Geschäften und Beschäftigung in einer Region. Durch die zweite Steuer, das ist die Unterbeschäftigungssteuer. Und dann gibt es noch eine dritte Steuer. Da besteuern wir den Marktanteil, ähnlich wie bei der Einkommensteuer, progressiv. Das heißt, je höher der Marktanteil, desto höher der Steuersatz, den Sie aufschlagen müssen, um einfach Konzerne auch zu entmachten und Marktanteile breiter zu streuen. Und das vierte, das sind Vermögensbeschränkungen. Das ist eine Vermögenssteuer von 100% oberhalb von 30 Millionen Euro. Das heißt, Sie haben 30 Millionen Euro Freibetrag, da zahlen Sie keine Vermögenssteuer, aber darüber zahlen Sie alles. Das führt dann dazu, dass es niemanden mehr gibt, der mehr als 30 Millionen Euro hat. 30 Millionen oder 30 Millionen Dollar ist laut den Vermögensverwaltern dieser Welt die Grenze zum Superreichtum. Es gibt also keine Superreichen mehr, es gibt keine Milliardäre mehr. Es gibt auch keinen, der 31 Millionen hat. Sie können auch nicht einfach sagen, ja, dann kaufe ich mir eben von den ganzen zusätzlichen Einnahmen noch ein Auto, noch ein Haus oder noch ein Schiff. Nee, das ist ja auch wieder ein Vermögen, ist eine Vermögensumschichtung. Und dann komme ich an einen Punkt, wo ich mir sage, ich kann das alles gar nicht mehr verkonsumieren. Ich kann diese Steuer nur vermeiden, indem ich das alles verballere, was ich habe. Und dann stelle ich fest, ich habe schon alles, mehr geht überhaupt nicht. Und dann sieht man die ganze Sinnlosigkeit, Riesenvermögen anzuhäufen. Und damit nehme ich auch ganz, ganz viel Gier aus dem Kapitalismus. So, 2 Minuten sind um. Ja, ja, ich glaube, Sie sind dran, gell? Ja, gerne. Also ich will noch weiter beschreiben, erstmal, was ist es oder was ist die Natur auch in dieser, ich nenne es mal, Vernunftliebesseele, die da in uns ist und die uns auch beseelen müsste, die wir wieder rauskommen lassen müssen aus den ganzen Verkrustungen. Also inwiefern ist das uns ganz natürlich? Und ich gehe auch noch auf das ein, was dem Herrn Bastmann Anliegen war, wie ist das mit den Schulen? Also inwiefern kann man da eine Brücke, auch eine gute Brücke schlagen, dass das auch in der heutigen Zeit als anwendbares Wissen, als psychologisch anwendbares Wissen betrachtet werden kann.
Erstmal zu dem noch, was es bedeutet. Es ist eben nicht, dass man sagt, es geht nicht darum zu verzichten, sondern es geht darum zu sagen, die Fähigkeit zum Maßhalten einschließlich zum Verzichten ist sozusagen eine Metaebene des Genusses. Das ist dieser Seelenorgasmus der Vernunft, Liebesseele, der, wenn es richtig ist, also wenn ich überlege, hier sollte ich jetzt verzichten, zum Beispiel für die kommenden Generationen, dann mache ich's und es hat seinen Wert in sich, seine Erfüllung, seine Lust in sich, es zu tun, es tun zu können. Das ist ein bisschen vergleichbar mit Marathonläufer. Der muss sich dann erst überwinden, oh, und jetzt geht's in die Quälerei. Dann läuft er los und kriegt solche Hormonschübe, dass er dadurch ein Glück erlebt, was er nicht hätte haben können, wenn er nicht sich überwunden hätte, um loszulaufen. Also eine Freundin von mir hat so verstandene, freiwillig aus Sinn geschehende Opferbereitschaft, hat das auch mal auf den Spruch gebracht, Askese ist der größte Spaß. Also für die Menschen, die da, wo es sinnvoll ist, das so auch dann erlebbar wird als Spaß, um die geht es, nicht um irgendeinen Zwang oder irgendetwas einem anderen mit Gewalt wegzunehmen, aber ihm die Fähigkeit zu dieser Metaebene zu geben. Und dann sage ich doch da noch weiter, bevor ich zur Schule komme, dann vielleicht im nächsten Beitrag. Es ist interessant, dass das im Tierreich schon zum Teil existiert, weil Familie hatten wir schon. Nehmen wir mal Tiereltern. Da könnte man ja immer noch sagen, wie bei uns Menscheneltern, die machen es so, die wenden sich so bedingungslos ihrem Nachwuchs zu, weil später werden sie dann versorgt. Der Witz ist, es gibt aber Vogeleltern, die werden im Alter nicht versorgt, die machen es als Dienst am Leben einfach an sich. Und die Kinder der Zukunft, wie können die für uns so zum Maßstab werden? Das erkläre ich dann beim nächsten Mal. Ja, und ich gehe gleich mal drauf ein, erst ganz kurz auf Überbevölkerung, weil das war vorhin auch Thema. Ja, ich bin wieder bei unserem Schaubild MGET, und da ist es eben so, in dem Moment, wo die Händler quasi anfingen zu erzählen, dass es doch eklig sei, unmoralisch und unkeusch, dieses ganze liebevolle Geschmuse in den Kommunen, ja? Stellen wir uns vor, da käme jemand hin und würde den Bonobus erzählen, was ihr da macht mit eurem 12-mal am Tag Sex mit allen möglichen anderen und so weiter, dass das unschicklich sei und würde den Bonobus Angst davor machen. Jedes Mal kriegen sie einen Elektroschock, wenn sie Sex machen wollen. Ja? Dann würden die plötzlich einen Glückshormonmangel erleiden und würden jetzt auch aufhören, ihre Kinder jahrelang zu stillen, weil das ist ja auch Körperkontakt. Ja, und so haben dann bei uns die Menschen, die anstatt die Babys jahrelang zu stillen, hat man sie nur noch kurz gestillt. Und deswegen kam es tatsächlich dazu, dass plötzlich ein Kind nach dem anderen kam. Und plötzlich, denn die Bonobos kennen keine Überbevölkerung, die Kalahari-Buschleute kennen keine Überbevölkerung. Wir gerade durch die Unterdrückung des Körperkontakts, der Liebesbeziehung zwischen Mutter und Kind, und zwar des körperlichen Aspektes davon, hat uns erst die Überbevölkerung gebracht. Und das ist schon der erste Hinweis, wie wir da auch wieder rauskommen. Wenn wir durch die Wohlfühlstimme und durch die Beendigung der Marktwirtschaft diese Unterdrückung wegnehmen, dann kommt es wieder zu liebevollen, langen Beziehungen zwischen Mutter und Kind und das reduziert schon mal die Bevölkerungszahl, die Geburtenzahl drastisch. Aber es gibt noch eine andere Maßnahme, da muss ich nur nachher drauf aufkommen, denn es gibt noch eine andere Maßnahme, die ist allerdings natürlich deutlich härter. Aber Herr Gastmann ist dran, wenn ich richtig in der Reihenfolge ticke. Ja, noch härtere Maßnahme, Donnerwetter. Ja, jetzt haben wir so ein Feuerwerk von verschiedenen Aspekten. Ich versuche mal ein bisschen zu sortieren. Ja, sind die Menschen, ist Konsum eine Ersatzbefriedigung? Dem würde ich widersprechen. Das kann man schon daran sehen, dass glücklich verliebten Menschen oder die liebenden Menschen dann viel weniger konsumieren müssten. Das mag in einem gewissen Umfang so sein. Also Ersatzbefriedigung gibt es sicherlich, aber ich glaube nicht, dass der Umfang so riesig ist. Bei mir ist es so. Unterschied. Ja, bei mir ist es nicht so. Ich war im Laufe meines Lebens auch mal Single, dann wieder Beziehung, Single, Beziehung. Also ich habe halt verschiedene Phasen erlebt und ich kann bei mir im Konsumverhalten überhaupt keinen Unterschied feststellen. Außer vielleicht mal ein extra Eis oder Schokolade, aber mehr ist das auch nicht. Das liegt an der Monogamie. Ja, mag sein. Und was jetzt die Bonobos angeht und die Vermehrung Körperkontakt als Faktor, da sehe ich eher die Natur als limitierenden Faktor. Die leben im Urwald und der Urwald kann eine Bevölkerung X ernähren und mehr ist einfach nicht mehr da. Na, dann gibt es natürliche Feinde und der Mensch hat im Grunde genommen das Ganze ausgehebelt durch Technologie.
hat also, wie gesagt, früher 98% Bauern gehabt, heute sind es noch 1% Bauern, der Rest ist Technologie und kann viel mehr Menschen ernähren. Und das ist, glaube ich, der Grund. Und ein weiterer Grund ist eine längere Lebenserwartung, auch wieder durch den technischen Fortschritt bedingt, dass die Menschen überhaupt erstmal das Rentenalter erreichen und dann sagen sie sich, ja, wovon soll ich denn leben? Und wenn ich in Ländern lebe, in denen kein Rentensystem ist, dann sind die Kinder das Rentensystem. Also kriegen die Kinder, auch weil sie wissen, die Kindersterblichkeit ist hoch, dann kriegen die 6, 7 Kinder, von denen kommen dann vielleicht 4 durch und die ernähren mich dann. Und dann kommen wir dahin, dass wir also jedes Jahr eine Überbevölkerungszuwachs haben von 80 Millionen. Da müssen wir runter. Und wir haben halt ein anderes Konzept, wo wir Wohlstand für alle haben, wo wir eine planbare, sichere Zukunft haben, wo wir ein soziales Netz haben und dann diese Überbevölkerung oder diese Kinder als Rentensystem gar nicht brauchen. Ja, wobei vielleicht nur ein Gedanke, Kinder, Kinder und das Ganze ist aber in der Marktwirtschaft so. Und wenn man die Marktwirtschaft beendet, verschwindet ja auch diese Logik. Aber FF ist dran. Ja, danke schön, danke schön. Ja, also ich finde es schön, weil es kristallisiert sich ja wieder raus, worauf es im Kern ankommt. Kinder kriegen, reiner Körperkontakt, Sex, Familie haben. Wir wissen alle, dass das bei den Millionären oder bei den Leuten, die am Luxus hängen, kann das noch eine ungeheure Erhöhung des Konsums mit sich bringen. Wenn die neue Freundin des Millionärs jetzt, was weiß ich auch, dieses oder jenes Luxusauto und die Kleider reichen ja schon, haben möchte und er schenkt ja dann, weil er ist ja verliebt und so. Es ist nicht gesagt, dass das zu sinnvoller Art von Konsum oder einer Konsumreduzierung führen würde. Allein Körperkontakt, Liebe, Sexualität oder Liebesbeziehung. Aber jetzt stellen wir uns das mal vor, es wäre so, dass das Liebesbeziehung unter Liebesvernunftseelen ist, wo eben ein vernünftiges Gespräch über höchste Werte mehr Bedeutung hat als der Rolls-Royce oder das Galakleid. Ich glaube, das macht den entscheidenden Unterschied aus. Und ich vergleiche es noch wieder, ich hatte ja zuletzt angesetzt, auch im Tierreich. Man kann ja eben gucken, inwiefern ist Liebe auch nur ein anderes Vergeltungsdenken? Oder inwiefern wäre Liebe imstande, so ein in der Gesamtwelt Ausgleichsdenken herzustellen. Und da kann man eben sehen, bei den Tieren, es gibt da ja auch Familien, es gibt da die Fürsorge für den Nachwuchs. Genau wie bei uns Menschen kann man zum Teil einwenden, das machen die Lebewesen, weil sie im Alter versorgt werden. Und das ist übrigens auch eine Gefahr, wenn man sagt, ich habe nur dieses eine Leben. Dann kann es natürlich sein, dass ich sage, es muss sich schon irgendwie ausgleichen in diesem einen Leben. Dann sind schon die Enkel in Gefahr, ob die überhaupt richtig berücksichtigt werden können. Das heißt, wir brauchen eigentlich andere Kategorien. So, dann gibt es bei Tieren aber schon die Fähigkeit, dass Tiere aus Instinkt zum Teil ihren Nachwuchs versorgen, ohne eine Altersversorgung zu bekommen. Das heißt, der Mechanismus funktioniert auch da schon zum Teil als Dienst am Leben, dass diese Lebensentwicklung weitergehen kann. Und jetzt übertrage ich das auch uns Menschen. Und wir können denken eben, unsere Technik bewirkt ja auch Folgen für die Kinder der Zukunft. Wie sieht es aus mit den kommenden Generationen? Was kann uns die so nahe bringen, dass es das wert ist, für die verantwortlich zu handeln? Ja. Und ich mache bei mir jetzt mal die Überbevölkerung kurz fertig. Ich habe ja versprochen, es gibt noch was ganz Schlimmes. So sind nun mal Naturwissenschaftler. Die sagen, dass wir jedes Leben um jeden Preis schützen wollen, ist etwas Krankes, weil die Medizin an jedem ungeborenen Kind oder sonst wie, das sie retten kann, immer Geld verdient. Und dadurch hat sie eine Ethik entwickelt. 2 Stunden Lebensverlängerung ist immer gut, weil es bringt mir immer Geld, sozusagen. Also lehnen wir diese Ethik ab und sagen, wir müssen uns angucken, wie es denn in der Natur geregelt ist. Und ein Urvolk, alle Urvölker, die man untersucht hat, auch Moses noch, ja? Moses schwamm auf dem Nil in einem Körbchen. Warum? Weil er ausgesetzt wurde nach der Geburt. Weil Frauen in Naturvölkern quasi circa, ich sag mal so grob Größenordnung, 12 Stunden lang nach der Geburt quasi die Fähigkeit, die genetische Fähigkeit und das Recht haben, Kinder auszusetzen. Wir würden das natürlich modern machen, dass es dann in einer Klinik mit einem sanften Massageöl, das mit Morphium oder was versetzt ist, sanft einschläft. Aber das Recht, dass die Mutter nicht abtreiben muss, dass sie nicht Gifte nehmen muss zur Verhütung und sonst wie, sondern dass sie, wie jede Mutter in der Natur,
nach der Geburt entscheiden darf, will ich das Kind annehmen oder will ich es nicht annehmen? Und das führt dann zusammen mit der Beendigung der Marktwirtschaft, die dann ja dieses, ich will mich ernähren über möglichst viele Kinder im Alter, ja, alles beendet, ja. Denn wir haben auch nach Abschaffung der Marktwirtschaft haben wir selbstverständlich ein Sozialsystem, ja. Und das bedeutet dann, dass wir dann die Überbevölkerung völlig in den Griff kriegen. Es kommt aber noch ein dritter Faktor, nachher aber dann, ja. Herr Gastmann? Ja, Verzicht hängt auch sehr an persönlichen Beziehungen. Ich bin bereit, auf was zu verzichten, wenn ich weiß, dass meine Kinder und Enkel das dann kriegen. Aber ich schreibe ja gelegentlich auch für Telepolis und da habe ich auch neulich einen Artikel geschrieben, da ging es um das Thema dieser Eurobonds zum Beispiel. Und das habe ich mal verglichen mit einem Hochhaus, in dem sie leben, und wir bauen jetzt mal die Wasserzähler aus und die Stromzähler aus und machen einen Gemeinschaftszähler. Welche Motivation habe ich denn dann noch, Wasser zu sparen oder Strom zu sparen, wenn ich also von den Ersparnissen, sagen wir mal, zu einem 30. oder 50. profitiere, na, aber wenn ich dann richtig viel verschwende, zahle ich nur ein 50. von der Verschwendung. Gar keine. Wenn ich aber jetzt eine anonyme Gesellschaft habe, dann habe ich das Gleiche in großem Maßstab. Und ich sage, ich verzichte jetzt darauf, irgendwelche Rohstoffe zu konsumieren. Wer hat was davon? Die anderen fast 8 Milliarden Menschen. Ich glaube, die Motivation, die ist da zu gering zu. Und ich muss auch sagen, ich habe ja auch, das ist fast schon ein krankhaftes Hobby, das ist nämlich Kommentare lesen, um mal zu sehen, wie ticken die Leute. Ich lese mir Kommentare durch auf Spiegel Online, auf Facebook und bei Telepolis und was weiß ich. Und es zieht mir oft die Schuhe aus, wie oberflächlich die Menschen sind, wie ungebildet sie sind, wie desinteressiert, wie boshaft sie auch sind. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Und ich würde das mal destillieren in einem einzigen Satz. Das größte Problem, das dieser Planet überhaupt hat, sind unmündige Wähler. Wähler, die politisch desinteressiert sind, denen die ganze Welt völlig egal sind, völlig egal ist und die sich nie Gedanken über irgendwas machen, außer wie kriege ich möglichst viel für mich selbst raus und für meine Familie, und da endet der Horizont. So ticken die meisten Menschen. Die sind dann entweder sowieso völlig beschäftigt mit dem alltäglichen Überleben, in der dritten Welt zum Beispiel, wie überlebe ich den Tag, und weiter geht's nicht. Und darüber hinauszugehen, das ist aber ein wirklich ambitioniertes Ziel. Jetzt weiß ich die Reihenfolge nicht mehr. Ich glaube, ÖFF ist dran, gell? Ja, genau. Los, ich kann geht's. Das voll aufgreifen. Ich stimme dem voll zu. Der unmündige Wähler, also überhaupt, wenn in der Weltentwicklung vom einzelnen Menschen als Souverän, dem eigentlichen Souverän, bis zu den Politikern oder Wirtschaftlern als seinen Repräsentanten, Leute an Steuerruder, die keine Verantwortungsreife haben. Das ist wie 2 und 2 ist 4. Wir haben heute Leute, die sind, wer weiß, die gebildete Akademiker und können da die Tafel mit Formeln vollmalen. Aber dass wir nicht das Steuerruder in die Hände von verantwortungsunreifen Menschen legen können, ohne dass es vor die Wand geht, das ist einfacher als 2 und 2 ist 4. Und trotzdem kommt es nicht durch. Oder ergreifen wir da nicht die nötigen Denkkonzepte und die Handlungsschritte, da was anderes zu erarbeiten? Und das ist genau der Punkt. Also die Frage, woher kommt die Motivation, wenn ich da irgendwie was verbrauche und die anderen müssen es bezahlen oder so? Es kommt daher, dass ich erkennen kann, es ist vernünftig, nach den Menschenrechten zu denken, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten sein sollten. Und ich kann das einhalten. Auch wenn jetzt jemand sogar kommen würde und würde sagen, du kriegst 1 Million, wenn du jetzt gegen die Menschenrechte dann nur nach deinem Vorteil gehst und die anderen in die Röhre gucken lässt, dann Nein zu sagen, das ist Menschsein, das ist die unantastbare Menschenwürde. Und die kommt auch erst, wenn wir dies zulassen, dass das in uns so rauskommt. Und auch mit dem Blick auf die Kinder der Zukunft. Kinder, die in 100.000 Jahren vielleicht hier leben wollten. Was kann mich motivieren, für sie zu handeln? Die können mir keine Belohnung geben. Die können nicht mit mir kämpfen, damit ich diesen Verantwortungspflichten ihnen gegenüber genüge. Können die alles nicht? Was können die? Wie können die mich motivieren? Sie können mich motivieren, dass ich vernünftig denken kann, kann sagen, sie sind gleichwertige Menschen wie ich. Die Definition von Mensch erlaubt mir zu sagen, sie sind gleichwertige Menschen wie ich. Also haben sie das gleiche Recht, zu berücksichtigt zu werden. Und das ist der Seelenorgasmus, von dem ich spreche, dass wir Menschen zu sowas fähig sind. Wir sind nicht so egoistisch und materialistisch und kleinkariert gebunden an irgendwelche Ego- und Tellerrandlogiken. Wir können uns öffnen für diese Sinn- und Verantwortungslogik im Ganzen. Und das macht die Power. Ja. Piep. Ja.
Wir von den Next Scientists for Future.de wollen das Gleiche, wie Sie eben gesagt haben, öff. Nur wollen wir es materiell unterstützen, quasi. Wir wollen es möglich machen, denn für uns ist der heutige Mensch zerstört, konsumsüchtig, machtsüchtig, akkumulationssüchtig. Und das führt dazu, dass die Leute nicht das Strom sparen. Also wenn ich alle im Hause liebe und mit ihnen in einer Liebesbeziehung stehe, in einer Kommune, dann spare ich den Strom für meine Liebespartner. Und dann habe ich überhaupt kein Problem. Aber so, wenn ich die nicht liebe, dann ist doch klar, dass dann stelle ich vielleicht da noch ein Gerät hin und verkaufe den Strom woanders hin, weil ich muss ihn ja nicht bezahlen, weil die anderen ihn bezahlen müssen. Ja? Also der heutige Mensch ist zerstört, weil er nicht in der Liebe leben darf. Ja? Und jetzt gehe ich aber endgültig über auf das Gespräch mit dem Milliardärskönig. Und da habe ich jetzt ja zwar kein Bild, aber ich kann das trotzdem, ich blende mal nur hier unsere Professoren ein. Ja, also das Gespräch mit dem Milliardärskönig eröffne ich jetzt. Ich sage, lieber Milliardärskönig, ich will Ihnen etwas schenken. Ich will Ihnen ermöglichen, mit der Wohlfühlstimme, die Sie dann ja auch haben, dass alle Wirtschaftstätigen Ihnen helfen, 127 Jahre alt zu werden. Nicht älter, aber 127. Kerngesund, 20 Mal glücklicher als jetzt und viel, viel gesünder als jetzt. Ist das ein Angebot? Kommen wir ins Gespräch. Und da ist unser Gedanke, nur wenn wir den, und wir wollen Ihnen etwas geben, und wenn Sie dann in einer Kommune vielleicht irgendwann anfangen, etwas alles wieder zu verschenken, was Sie haben, an die geliebte Kommune, und dann die Schere zwischen Arm und Reich zusammengeht, ja, dann haben Sie das ja freiwillig gemacht. Wir haben Sie nicht dazu gezwungen. Ja? So, Herr Gastmann. Ich muss gestehen, ich habe es nicht verstanden. Wie kann ich denn anderen Lebenszeit schenken? Wie kann ich denn einem Milliardär sagen, du gibst mir Geld und ich gebe dir dafür Lebensdauer und statt dass du 87... Erkläre ich nachher. Bin ich mal gespannt, wie das erklärt wird. Ja, wir leben also in einer Gesellschaft, die davon gekennzeichnet ist, dass die Menschen erstens eine Urprägung haben, also noch aus steinzeitlicher oder noch älterer Zeit. Die sind, wie sie sind. Die haben ihre Ängste, die sind angstgetrieben, die haben immer den Drang, auch Vorräte anzulegen, sprich Reichtum anzuhäufen. Und das alles abzuerziehen, das wird so schnell nicht passieren. Und wenn ich mir mal überlege, ich liebe jetzt alle, das geht vielleicht mit, sagen wir mal, 10 Leuten, aber das geht nicht mit, Sie leben ja in Köln, Sie können nicht 1 Million Kölner lieben. Sie können noch nicht 83 Millionen Bundesbürger lieben und Sie können nicht 8 Milliarden Menschen auf der Erde lieben. Da können Sie 80, keine Liebe empfinden. 80. 80 Menschen können Sie lieben? Ja. Könnte ich nicht, also. Der Mensch hat genetisch ein Potenzial Liebe, also, für 120. Ja, also ich ist mir rätselhaft, wie es gehen soll, dass man das in einer Zahl festmacht, aber je größer die Zahl der geliebten Menschen ist, desto mehr verdünnt sich das. Und man hat also eine gewisse Menge an Liebe, die man empfinden kann. Ich kann auch 2 oder 3 oder 5 Menschen vielleicht lieben, aber dann wird es auch schon allmählich ein bisschen eng. Und jetzt habe ich ein Geräusch gehört. Hören Sie mich noch? Ja, ich höre Sie. Nicht, dass der Öff vielleicht gerade ein Akkuproblem hat, aber wenn, dann kommt er ja gleich wieder. Der kommt ja dann gleich wieder. Ja, der ist gerade weg. Ja, also wie gesagt, ich halte das für fragwürdig, ob man in der Lage ist, eine Menschenmasse von der Größe der Weltbevölkerung oder einer Volkswirtschaft oder einer ganzen Stadt zu lieben und dementsprechend daraus die Motivation zu ziehen, zu verzichten. Das sehe ich einfach nicht. Und das ist ja auch der Grund, weshalb Kommunismus scheitert. Das liegt ja an der Motivation. Hallo? Ja. Akku war abgestürzt, ja? Nee, bei mir war alles. Ich weiß gar nicht, warum ich rausgeflogen bin. Na, macht doch nichts. Wenn irgendwas Technisches ist, wählen wir uns einfach ein paar Mal wieder ein und irgendwann sind wir wieder zusammen. Ne? So einfach ist das. Hat mal beim ersten Mal geklappt. Ja, also bestimmt ist es nur der Verfassungsschutz, der versucht, die geistige Liebe aus der Gesellschaftssteuerung rauszuhalten. Aber ich glaube, Sie sind dran, gell? Ja, gerne. Also dann kann ich sagen, die Liebe verdünnt sich nicht mit der Menge, sondern die geistige Liebe, die geistige Erkenntniskraft erhöht sich mit der Menge, weil das ist abstraktes Denken.
Und Liebe im Sinne auch der Nächstenliebe, auch bei Jesus, ist nicht diese Liebe, die physisch und zeitlich räumlich gebunden ist. Das ist auch diese abstrakte Einsicht, dass jeder Mensch als solcher, auch wenn er mir gar nicht verwandt ist, auch wenn er mir fremd ist oder mein Feind ist, das ist diese hohe Qualität dieses Liebesverständnisses, dass ich den trotzdem gleichermaßen als Bruder oder Schwester, als Nächsten liebe. Dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter zeigt, dass die Frage, wer ist mein Nächster, die richtet sich eben nicht danach, wer gefällt mir oder wer ist mein Verwandter, sondern rein nach Bedürftigkeit. Alle Menschen sind gleich viel wert und deshalb habe ich sie so zu berücksichtigen und so zu behandeln. Und es ist ein ungeheurer Flash des Geistes, wenn ich erkenne, ich kann dieses Grundprinzip, alle Menschen sind gleich viel wert, auch auf die Kinder in 100.000 Jahren beziehen. Das ist der reine Wahnsinn, was in unseren Köpfen explodieren kann, wenn wir imstande sind, das zuzulassen. Und das erfüllt unser Wesen und unsere Seele. Aber ich komme nochmal, also jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt ist der Öff natürlich völlig abgedreht da in seinem freakigen Jesus-Flash oder was weiß ich, oder Gandhi-Flash oder wie auch immer, oder weggeflogene Idealismus. Aber ich binde das mal wieder an die Erde oder erde das. Und da komme ich auch zur Schule mit. Was bräuchten wir denn in der Schule? Wir stopfen die Kinder mit Jobwissen voll, mit Vorbereitungswissen für Jobausübung und Gesellschaftsanpassung. Und was müssten sie eigentlich bekommen? Grundlageninformation und Grundlagenbildung als Menschen. Und das, was ich da beschreibe, also was eigentlich diese menschliche Reife ist, das ist eben nicht nur abgedrehter, weggeflogener Idealismus. Schauen wir doch mal in die Psychologie. Wer schaut in die Psychologie und schaut, was menschliche Persönlichkeits- und Verantwortungsreife ist? Wen interessiert es, da jetzt den Durchblick zu kriegen, mit dem wir auch die nötigen pädagogischen Konzepte entwerfen können? Wer guckt danach? Wir wollen uns die Reife aussuchen können oder sagen können, es gibt sie nicht. Aber es gibt sie. In der Entwicklungspsychologie ist es das Konzept des Post-Conventional Levels, was die echte Persönlichkeits- und Verantwortungsreife des Menschen beschreibt. Und wenn wir das anwenden würden und daraus auch handfeste pädagogische Konzepte machen würden, dann fängt es an zu knallen, auch das System dann zu zerknallen. Ja, ich würde sagen, Sie wollen das über den geistigen Weg erreichen, was wir über materielle Rahmenbedingungs- und Verfassungsänderungen genau das Gleiche erreichen wollen, sozusagen. Wir können uns auf jeden Fall verbinden, ja, ja. Ja. Und zwar, aber ich muss es kurz nochmal sagen, 127 Jahre schenken, nochmal mein Schaubild. Für uns, also der Mensch hat aus der Forschung heraus ungefähr die Genetik für 127 Jahre. Jetzt kommt aber die Marktwirtschaft und jetzt kommt der Händler, der also den Leuten sagt, nein, ihr könnt auch ruhig meine Zucker, also der Früharzt zum Beispiel, auf der linken Seite, ganz unten links in der Ecke, da bin ich gerade mit dem Cursor, der sagt quasi, nee, also ihr dürft auf keinen Fall die moderne, denaturierte Ernährung essen, denn dann werdet ihr vorzeitig sterben, ihr werdet krank durch das Denaturierte. Ihr müsst bei dem Gemüse, Obst und so weiter in der naturbelassenen Form bleiben. Und der andere Früharzt sagt, nein, also ihr könnt das ganze moderne Zeug ruhig essen. Und denn was passiert? Weil die Leute das moderne Zeug essen, werden sie häufiger krank. Er verdient mehr, er kann zwei Kinder ernähren, er kann drei Enkel ernähren, zwei Urenkel. Und kann er eine Großfamilie der Medizinprofessoren begründen. Und der Professor Drosten ist sein Nachfolger, sein Nachkomme sozusagen. Also das heißt, es entsteht in der Marktwirtschaft automatisch der sogenannte gewinnbringende Irrtum. Und der führt dazu, dass der Milliardär keine Chance hat, er wird überschüttet mit krankmachender Ernährung und mit krankmachender Medizin und so weiter. Und nur deswegen und wegen vieler anderer krankmachender Faktoren, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung und so weiter, wird er nicht die 127 Jahre alt. Und durch unsere Reformen erreicht er sozusagen diese 127 Jahre und das können wir nur über die Wohlfühlstimme und ähnliche Maßnahmen. Aber ich bin fertig. Herr Gastmann? Also empirisch bewiesen ist das Gegenteil. Reiche Menschen leben im Schnitt rund 10 Jahre länger als arme Menschen. Reiche Menschen wissen, wie man sich gesund ernährt. Arme Menschen haben meistens nicht die Mittel dazu, sich gesund zu ernähren, beziehungsweise die ernähren sich vor allen Dingen billig. Billig heißt schlechtes Essen. Denen fehlt einfach das Geld dafür. Denen fehlt auch vielleicht die Kultur dazu, die Möglichkeit überhaupt mal haben, selber zu kochen und so weiter.
Aber ich glaube nicht, dass man ein großes Geheimnis verrät. Also ich glaube, der Jeff Bezos oder Warren Buffett, die wissen ganz genau, wie man sich gesund ernährt. Warren Buffett hat Krebs. Das mag sein. In dem Alter wächst Krebs sehr langsam. Ich weiß nicht, ob er daran oder mitsterben wird. Aber es ist ja nun mal so, Statistisches Bundesamt, Lebenserwartung, ne, da liegt also dann, ich glaube, bei 9,7 Jahren Unterschied zwischen Geringverdienern und Gutverdienern. Und also wenn Sie denen sagen, Sie können gesund leben und dann leben Sie, werden Sie 127, das ist nicht wirklich erfüllbar. Dazu gibt es zu viele Faktoren, die Menschen sterben lassen. Und dazu ist natürlich auch der Zielkonflikt. Lebe ich also asketisch mit wenig Lebensfreude oder habe ich eine hohe Lebensfreude, indem ich zum Beispiel, also ich bin nicht Raucher und ich trinke nie Alkohol, aber es gibt Leute, die trinken gerne Whisky und die rauchen gerne und die essen gerne ungesund, die essen gerne süß, die essen gerne fettig und was weiß ich. Das ist für die Lebensqualität. Will ich es denen wegnehmen? Und wenn die sich sagen, ich habe lieber ein kürzeres, schöneres Leben als ein langes, ödes Leben, na, wer will das bewerten? Und nochmal zum Thema Liebe. Ich kann nicht alle gleich lieben. Also ich werde definitiv meine Tochter mehr lieben, als ich sie beide lieben könnte. Ich kann nicht sagen, dass das also über einen Kamm scheren kann. Ich werde also mit meiner Tochter solidarischer sein und mit meinem Sohn solidarischer sein als mit fremden Menschen. Das ist doch völlig klar. Und genau. Fremde Menschen, die mir nie begegnet sind, denen begegne ich mit Respekt, ne, also und gestehe ihnen ihre Rechte zu und alles drum und dran. Aber ich bin da viel weniger motiviert, selbstlos zu sein, als bei meinen eigenen geliebten Menschen, die mir nahestehen. Ja, ich mache mir Notizen. Ja, da bin ich ja genau richtig. Nein, also und ich würde Ihnen sehr raten, Herr Gastmann, lassen Sie uns das doch als wissenschaftliche Frage betrachten. Also jetzt schauen zum Beispiel, was sagt die Lernpsychologie, die Entwicklungspsychologie und auch die Evolutionspsychologie? Was sagen die zu unseren menschlichen Potenzialen? Was ist da denkbar? Und inwiefern ist das beglückend? Oder auch, ich komme auf Lebensqualität und Lebensdauer. Inwiefern sind das höchste Aspekte von Lebensqualität? Und da kann ich eben sagen, das, was ich beschrieb, nämlich die Einsicht, dass so etwas wie Menschenrechte, allgemeine Menschenrechte, wirklich der oberste Maßstab sein sollte, auch über Bioegoismus irgendwelcher Art. Das sind die Höchstleistungen des menschlichen Geistes. Das ist die höchste Entfaltung unserer Vernunftseele. Und das, wir sind aber genau an dem Punkt, weil diese Vorstellung, die Sie da haben, das kann ich nicht anders, das geht nicht anders, das sind genau diese Betonbremsklötze, auf die wir überall stoßen, also nicht nur bei den Reichen und Mächtigen, sondern bei jedem kleinen Menschen. Wir sind sehr stark noch sozusagen in einer Instinktbindung. Also eigentlich, die Instinkte sind nicht mehr imstande, uns so ganzheitlich zu steuern, wie es beim Tier der Fall wäre. Wir haben diese Instinktreduzierung. Das ist alles zersplittert in uns. Aber immer noch wirken einzelne Splitter dieser eher instinktemotionalen Bindungen so, dass unsere Geist- und Vernunftseele auch trotz bereits erkannter entscheidender Weichenstellungen da nicht rüberkommt. Aber sie kann es. Also mein Anspruch, also jetzt bei meinem Aussteigerleben, und das war mir seit meinem 13. Lebensjahr als Jugendlicher bewusst, wo jeder immer so einen Flash an jugendlichem Idealismus auch hat, wo diese ganzen eingezäunten Spielfelder mal aufgeknackt werden durch die weite Vision. Ich habe mir gesagt, na, das wollen wir doch mal sehen. Ich möchte zeigen, dass das Menschsein im Sinne der Orientierung an Vernunftseele möglich ist. Mit allen Konsequenzen. Ich glaube, bin ich wieder dran, ja? Ja, genau. Genau. Also das heißt, ich sehe das Problem. Ich muss gerade nur erst unser Bild machen wieder, weil das Bild brauche ich schon. So, also das Problem liegt also für mich darin, dass die Marktwirtschaft alles zerstört. Nicht nur die Umwelt, sondern auch die Menschen. Und jetzt, die Reichen leben natürlich 10 Jahre länger, weil sie in der Lage sind, einen Teil der gewinnbringenden Irrtümer der Lebensmittelhändler zu durchschauen. Aber Warren Buffett habe ich gesehen im Phoenix-Fernsehbericht, wie er ein riesiges Western-Steak verzehrt als sein Lieblingsessen. Und wir wissen, dass nun mal, egal woher es kommt, das heutige, egal ob es Hormonfleisch ist oder was es ist, auf jeden Fall erzeugt Fleischessen heutzutage leider Krebs. Ja? Und deswegen hat auch Warren Buffett seinen Krebs. Warum weiß er das nicht? Weil die Reichen, die wissen,
die sind etwas intelligenter als die Ärmeren im Durchschnitt, können die Propaganda der Marktwirtschaft besser durchschauen, ernähren sich etwas gesünder und leben 10 Jahre länger. Die Armen essen hingegen total teuer. McDonald's ist total teuer, Nutella ist total teuer, Gemüse essen ist viel billiger und Obst essen ist viel billiger, machen sie aber nicht, weil sie konsumsüchtig sind, weil sie was genießen wollen und so weiter. Und die sterben halt früher. Weil sie aber, warum essen die Armen auch das, die Zuckersachen? Weil sie es nicht verstehen, dass es sich hier um marktwirtschaftliche Propaganda handelt, wo der größte Müll als gesund dargestellt wird. Und das ist der Grund, ja? Und das heißt also letztendlich, ich sehe halt die Marktwirtschaft viel gefährlicher als zum Beispiel Herr Gastmann, ja? Und deswegen halte ich eben sozusagen zum Beispiel die Wohlfühlstimme oder auch die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Das sind alles Ausstiegskonzepte aus dem marktwirtschaftlichen Prinzip, anderen zu schaden und mehr Geld zu verdienen. Und das halte ich für zentral. Ne? Hallo? Ich bin auch da. Ja, hat es beim Herrn Gastmann gerade gepiepst? Hört sich nach einer Art Absturzsignal an. Ja, ja, das ist, wenn es sich ausklingt. Ja. Vielleicht ist er jetzt rausgetickt worden von irgendeinem Technikfehler. Ja, ja. Oder Einfluss. Ja, dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, Sie äußern sich jetzt schon mal, weil ich kann leider nicht stoppen, die Maschine zwischendurch. Ja. Ja, herzlich gern, können wir auch so machen. Ich wollte auch noch abrunden. Also das, was ich beschrieben habe, also das, was da der Durchbruch eben zum Seelenorgasmus, zur höchsten Lust des Menschen sein könnte, nämlich als Geistseele, als Vernunftseele, als Vernunft-Liebesseele, das muss aus meiner Sicht irgendwie mit logischer Notwendigkeit einen Knackeffekt in die Entwicklung der Welt bringen. Wir werden nicht mit irgendwelchen anderen Tricks an der freiwilligen Verantwortungsentscheidung vorbeikommen. Entweder die Menschen werden dazu fähig und am besten, wenn wir es demokratisch sehen, nicht nur einige Strippenzieher für andere, die dressiert werden, sondern möglichst breit an der Basis. Muss diese freiwillige und als erfüllend, als beglückend empfundene Verantwortlichkeit reingebracht werden können ins Geschehen. Also ich habe deshalb einerseits auch gewaltfreie Aktionen laufen. Ich will eine etwas neu akzentuierte Art von gewaltfreier Aktion praktizieren. Einerseits bis ins Extrem allen anderen Seiten, auch dem Staat, der Polizei sagen, das ist hier keine störende, keine angreifende, keine blockierende oder sonst was Aktion. Wir wollen helfend sein, wir wollen ergänzend sein, wir wollen entblockieren. Und damit will ich an die Schulen zum Beispiel gehen, habe ich schon so symbolisch angefangen, die Aktion. Absturz, wir wählen uns wieder ein. 0 8 9 Welcome to Globify, the world's largest network. You're the first participant. For meeting options, press star 1. Hallo? Ich bin wieder da. Ja, das war ein Absturz. Ich habe Sie noch gehört bis zur Schule. Genau. Also bei den Schulen gehe ich hin und ergänze sozusagen als Entblockierung der Verantwortungsbildung an den Schulen, ergänze ich das fehlende Element. Also man macht so eine Art Lernkiosk oder so und geht immer mehr auch an die Schulen ran, auf den Schulhof dann in die Schulen rein, sagt, gebt uns bitte einen Raum für die eigentliche Menschenbildung und Verantwortungsbildung. Und da wird den Kindern von der Grundschule an sowas wie das Post-Conventional Level als eigene innere Seelenerfüllung, Geistes- und Vernunfterfüllung beigebracht oder nahegebracht. Wir müssen das Mögliche zumindest machen, bevor wir schreien, das ist alles so unmöglich und geht nicht. Weil wir kommen mit logischer Notwendigkeit nicht drum rum. Und dann geht's an die Rathäuser. Und dann sagt man hier, bitteschön, gebt uns einen Raum, wir öffnen jetzt hier das Verantwortungsbüro oder die Nachhaltigkeits- und Friedensagentur. Kann nicht sein, dass wir Arbeitsagenturen und Kriegsministerien haben, aber keine Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen. Also dass wir noch nicht mal versuchen,
Organisationszentralen für die höchsten Ziele und Aufgaben einzurichten. Kann nicht mehr sein. Wir müssen es aufklären. Wir müssen es ändern. Und auch was die weltweiten Bewegungen angeht. Ich gucke immer, was sind die Bewegungen, also man sollte nicht 1000 neue Splittergruppen bilden oder Splitterinitiativen, Vereine oder was weiß ich, Veränderungsvereine, sondern gucken, was ist weltweit. Und weltweit, glaube ich, müsste die Verbindung zwischen sowas wie Extinction Rebellion als Veränderungsweg und der Erdcharta-Initiative als Beschreibung so eines Verantwortungskonsenses, das müssten wir anpacken richtig und gemeinsam durchziehen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob vielleicht der Gastmann der Akku kaputt ist oder was auch immer. So, meine Antwort darauf ist, dass erstmal auf Herrn Gastmann, weil die Zuschauer brauchen diese Antwort noch, ja? Ja, na klar. Die Kommunenvaterschaft. Wissen Sie, die Evolution hat etwas entwickelt, was ein Wunderwerk der Technik ist. Bei den Bonobos und beim Homo erectus wohl, mit größter Wahrscheinlichkeit auch. Diese ganzen grausamen Systeme, Gorillas, die eventuell ihre Riesenreißzähne in den anderen männlichen Gorilla schlagen, Eifersuchtskampf und so weiter. Oder letztendlich Schimpansen, die extrem grausam auch zu anderen Gruppen sein können und so weiter. Aber schauen wir uns das an, was Bonobos evoluiert haben. Die höchste Stufe der biologischen Evolution, ja, nämlich, dass wenn niemand mehr weiß, wer der Vater welches Kindes ist, weil die Frauen dafür sorgen, mit allen Sex in der Kommune zu haben, dann geschieht etwas Entscheidendes in der Psyche der Männer der Kommune. Nämlich sie wissen nämlich nicht mehr, welches Kind ihres ist, also betrachten sie alle Kommunenkinder als ihre privaten Kinder. Und damit sind sie liebevoll auch gegenüber den Kindern, die eventuell gar nicht genetisch ihre eigenen sind. Aber sie wissen es ja eben nicht. Also behandeln sie alle Kinder der Kommune gleich liebevoll. Und da man in Naturkommunen das auch nicht am Gesichtsausdruck sehen kann, das Kind ist von mir, das Kind ist vom anderen, verteilt sich sozusagen die Liebe der Väter tatsächlich auf die gesamte Kommune von 60, 80, maximal 120 Individuen. Also sie merken, wir versuchen das, was sie geistig versuchen, so ganz pragmatisch, biologisch, ganz praktisch zu erzielen. Ja, dann sind sie wieder dran und wir sollten generell so versuchen, ob wir zu einem Abschluss kommen, denn wir sollten ja die 2 Stunden 20 nicht überschreiten in jeder Talkshow, ja? Ja, super. Ja, ich finde es ja auch toll, dass wir uns zusammengefunden haben und dass wir da unsere Kräfte ergänzen, zusammenwirken, bringen wollen, auch die Konzeptansätze. Ich teile das auch, dass das hilfreich sein kann, also was die Bonobos da entwickelt haben als Technik, um den Bio-Egoismus zu relativieren. Ob es auch anders geht, also ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch so sein kann, dass in solchen Stämmen der Zukunft die Leute wissen, also aus meiner Sicht können sie sich, wenn sie wollen, auch für feste Paarbeziehungen entscheiden. Sie können auch wissen, woher die Kinder kommen. Aber wenn wir die geistige Reife haben, dann können wir sagen, trotzdem ist jedes Kind hier gleich viel wert. Und wir brauchen es ja auf jeden Fall, auch wenn wir über den einzelnen Stamm hinausdenken, um die Kinder der anderen Stämme so als gleichwertig zu sehen, die Kinder der Zukunft so zu sehen. Das geht am Ende, da kann es eine Hilfestellung sein, solche Mechanismen da einzuführen, wie Sie das bei den Bonobos beschrieben haben. Aber es muss dann die geistige Dimension dazukommen, weil nur sie diese Reichweite und Kraft dann haben kann, um dem auch im vollen Umfang den Raum zu geben. Und ich finde es total spannend, also dass wir da jetzt auch so im Gespräch sind, dass da solche Talkshows jetzt entstehen. Ich finde den Gedanken, den wir auch schon in unserem letzten Gespräch hatten, mit dieser puren Demokratie, also jetzt so Austauschbühnen zu schaffen, freie Argumentebühne zu schaffen, wo nicht mehr mit Vorfilterung, mit Bevormundung, mit nicht argumentativer Manipulation Standpunkte rausgehalten oder untergebuttert werden. Das wird die Schlüsselweichenstellung sein, um den Weg zu bahnen, dass dann die richtigen Ideen, auch die, über die wir jetzt im Einzelnen reden, dass die sich Bahn brechen können. Weil die sind die ganze Zeit nicht deshalb nicht so wirkungsvoll, weil sie die Kraft nicht hätten. Sie sind deshalb so beschränkt in ihrer Wirkung, weil wir die Scheuklappen so groß und dick machen in der Gesellschaft. Und es, dann, wenn das mal aufgehoben wird, dann wird die Möglichkeit entstehen, dass die Dinge, die einfacher sind als 2 und 2 ist 4,
dass sie dann in die Kraft kommen, die die Welt vielleicht noch wirklich heilen kann. Genau richtig. Also genau das ist der Punkt. Es gab bisher diese Demokratie-Pur-Talkshows nicht und deswegen die Leute haben alle nicht mehr miteinander geredet und jeder bleibt in der Blase seiner ganz engen Weltanschauung, anstatt dass wir sie nebeneinander stellen und dann befruchtet sich das. Man plötzlich wird man inspiriert davon, dass die Leute das anders sehen und irgendwann bildet sich vielleicht sowas wie ein gemeinsamer Nenner raus, ja? Und deswegen nochmal Einladung an alle Zuschauer am Montag um 10.30 Uhr mit Paula Piquet. Sie hat also fest zugesagt für Montag, hat auch schon die Fotos geschickt von sich und so weiter. Also sie ist wirklich motiviert. Einladung an alle Zuschauer, mitreden. Sie haben eine ganz andere Ansicht als wir. Wir laden sie ein, weil sie anders denken als wir und weil sie eine andere Meinung haben. Ja, denn nur das kann uns befruchten und kann überhaupt zu einer Lösung führen. Ich würde sagen, ohne diese Demokratie-Pur-Talkshows gibt es keine Lösung in der Welt. Sind wir uns da einig, so im Prinzip? Ja. Ja, super. Jetzt mein Beitrag. Das war jetzt sozusagen als Moderator mein Kommentar und meine Einladung. Leute, meldet euch. Macht am Montag mit. Sprecht mit Paula. So sachlich, wie wir heute sprechen hier. Ja? So, also. Kommune. Ich will mal genetisch, wir haben ja biologisch und genetisch untersucht, zu was Menschen fähig sind und Bonobos fähig sind. Schimpansen, ich habe ihm so ein Bild gemacht, in der Mitte die Kommune und außenrum die Außenkommunen, die Nachbarkommunen, weil wir ja glauben, dass auch der Staat, wenn die Marktwirtschaft beendet ist und es keinen kapitalistischen Staat mehr auf der Erde gibt, der kriegslüstern ist, brauchen wir auch keine Staatsgrenzen und keine Armeen dann ganz am Ende mehr, weil wir dann ein Netz von Kommunen auf der Erde sind, wie wir es vor 400.000 Jahren ja in Afrika auch waren. Da gab es nur ein Netz an Kommunen, ne? Und dieses Netz an Kommunen, das findet so statt, dass immer die Kommune, die in der Mitte ist, die Töchter wandern in die Nachbarkommunen ab. Ich habe hier jetzt 7 andere Kommunen aufgemalt oder 6 andere Kommunen. Und die Töchter wandern in die ab und leben ihr Leben, lieben sich dann ein in den Nachbarkommunen, in einer, nicht in mehreren, sondern in einer, die sie sich gewählt haben. Und dann besuchen die Kommunen, das hat man nämlich festgestellt, die mittlere Kommune besucht alle umliegenden Kommunen, weil dort die eigenen Enkelkinder leben. Die geliebten Enkelkinder wollen die doch sehen und kennenlernen und so weiter. Und dann kommt es zu sexuellen Kontakten und so weiter. Aber ich würde sagen, der Liebesbereich, was Menschen lieben können, ist leider nicht die ganze Welt, sondern immer die Nachbarkommunen. Aber wenn dann die Nachbarkommune auch wieder um sich herum einen 6er-Kreis hat oder 7er-Kreis hat an Kommunen und die dann auch wieder in Liebe verbunden gibt es nirgendwo Krieg. Ja? Aber was wir nicht hinkriegen, ist leider, dass die Kommune, die in der Mitte ist, eine 300 Kilometer entfernte, 700 Kilometer entfernte Kommune liebt. Das werden wir aus biologischer Sicht leider nicht hinkriegen. Aber Sie sind dran. Ja, natürlich, also das können wir, also ich berufe mich jetzt auf die evolutionspsychologischen Befunde, die es da gibt, das können wir einfach schaffen aus dieser biologischen Grundlage unserer Vernunftfähigkeit. Denn, und mir reicht es immer, also ich finde das ein super Flash, also alleine den Satz in den Raum zu stellen, wir werden aufs Ganze verantwortlich, also soweit unsere Technikfolgen reichen immer weiter, wir können für alle kommenden Generationen hier alles zersprengen mittlerweile. Wir werden, soweit wir unsere Folgen reichen, daraus nicht schädliche, sondern nützliche, verantwortliche Folgen machen können. Wir werden auch den Kindern der Zukunft die gleichen Menschenrechte nur zugestehen können, wenn diese geistige Explosion in uns zustande kommt. Denn ohne diese gleichwertige Verbundenheit mit ihnen werden wir sie nicht gleichwertig behandeln. Wir werden ausbeuterisch oder egoistisch bevorzugend sein oder gegenüber unserer Sippe, unserer Generation oder wem auch immer. Wir werden unrechtmäßig bevorzugend sein. Der Durchbruch zur wirklich gleichmäßigen Verantwortlichkeit über alle Zeiten und Räume hinweg entsteht durch diese geistige Explosion, die ich beschrieb. Schon fertig? Ja, ich glaube, wir sind ja eh, glaube ich, jetzt dabei, dass wir ein Schlusswort haben.
Genau, ich versuche mal mein Schlusswort. Aber erst mache ich eine Moderatoräußerung. Liebe Zuschauer, Sie sehen es also. Also als Moderator kann ich doch sagen, Öff vertritt so philosophisch Theologie, also Philosophie, Theologie und Psychologie. Kann man das so sagen? Ja, ich hoffe. Ja, ja. Und ich, der Weltrat der Weisen und die Next Scientists for Future, die vertreten eben mehr Psychobiologie, Psychobiologie, Evolutionspsychologie, Biologie und Physik und Chemie. Also sind so die knallharten Naturwissenschaftler. Und das ist doch toll, dass wir fast ähnliche, also praktisch fast ähnliche Ziele haben und das so sozusagen. Und das ist das. Und deswegen, bitte kommen Sie am Montag dazu zur Talkshow. Wenn Sie anderer Meinung sind, bringen Sie Ihren Standpunkt ein. Wenn Sie meinen, dass eine Perspektive fehlt, bringen Sie es ein. Ja, und jetzt mein Schlusswort, mein nächster Versuch eines Schlusswortes. Ja. Ja. Ich kann danach vielleicht noch ein paar Nachgedanken, wenn wir noch Zeit haben, da kann ich noch was sagen über andere Bewegungen auch. Das könnte vielleicht noch interessant sein. Ja, vor allem dann die einzuladen. Versuchen Sie, die bitte einzuladen. Genau. Ich lade schon auch lauter Leute ein, aber die Leute sind so, jeder bleibt so in seiner Blase. Ne? Ja. Vielleicht liegt das da auch der Grund, dass die Frau Bonert heute nicht dabei ist, dass die so in ihrer Blase lebt, so radikal. Eigentum an Produktionsmitteln abschaffen und alles andere, darüber rede ich gar nicht. Ne? Vielleicht ist es so. Ja, jetzt mache ich noch mal kurz mein Schlusswort zu Ende. So. Also mein Schlusswort wäre so wunderbar, ich halte es für möglich, dass wir mit den Milliardärskönigen dass wir die wieder zurückholen in die liebevollen Kommunen, dass die Schere zwischen Arm und Reich zusammengeht, weil sie ja nicht wissen, wer der Vater welches Kindes ist und deswegen alles den Kindern der Kommune schenken und den Frauen, den geliebten Frauen. Und wenn dann die Frauen eben in so einer Liebesbeziehung leben, dann brauchen die auch den Rolls-Royce nicht, den er ihnen schenken könnte, sondern sie benutzen den für sinnvolle Investitionen in irgendein sinnvolles Unternehmen oder in irgendwas, was die Kommune betreibt oder was auch immer da geschieht und so weiter. Wir wollen ja nicht so etwas wie Fortschritt grundsätzlich ablehnen, sondern vernünftig, eben im menschlichen Maß, small is beautiful und so weiter, ja. Und also man kann letztendlich sagen, wenn dann so ein Netz an Kommunen, die alle mit ihren Nachbarkommunen in Liebe und Frieden leben, das die ganze Erde überspannt, was wollen wir mehr? Vor allem, wenn dann alle nicht mehr kapitalistisch marktwirtschaftlich sind und alle nicht mehr, alle wieder leben dürfen und nicht nur konsumieren dürfen. Ja, was? Dann sehe ich auch die ganze Erde als gerettet. Und dann kriegen wir auch problemlos ein weltweites Emissionsabkommen hin, das alle giftigen und CO2-Gase sozusagen begrenzt und so weiter. Ja, und das kriegen wir alles hin. Ja, Ihr Schlusswort. Ja, also ich glaube wirklich, Sie haben das vorhin ganz auf den Punkt gebracht, ohne solche pure Demokratie-Talks oder was ich freie Argumentekultur oder freie Argumentebühne gerne auch nenne. Ohne das wird es diesen echten Überblick über Lösungsmöglichkeiten und auch die Kraft der verschiedenen Lösungsvorschläge nicht wirklich geben können. Solange mit nicht argumentativen Mitteln Standpunkte von den Bildflächen runtergehalten oder weggeschoben oder unter den Tisch getreten werden, solange haben wir Willkürideologien, die sich immer wieder den Raum rauben in dieser Welt, auch in der geistigen Auseinandersetzung und haben nicht die wirkliche Freiheit, unser geistiges Potenzial, unser Argumentepotenzial richtig zu entfalten. Und da würde ich wirklich einladen, auch die ganzen verschiedenen Szenen. Ich finde es verheerend, dass heute dann oft alternative, auch linke Szenen eher so sagen, wir strafen andere Standpunkte mit Missachtung, wir grenzen aus, solange sobald ein anderes falsches Wort nimmt oder die andere Szene, da brechen wir die Gespräche ab oder mobben die Leute eher weg, als dass wir uns da darauf einlassen, die Brücken zu suchen. Was sind menschliche und argumentative Brücken, Austauschbrücken, wo man gemeinsam herausfinden kann, wo sind Anteile
die in sich vielleicht richtig sind oder wo man zusammenfinden kann und Lösungswege möglichst stark auch gemeinsam ausloten kann. Das ist eigentlich Demokratie, dass man über die Meinungen hinweg versucht, die Verbindung herzustellen, den Überblick und die gemeinsame Beurteilbarkeit, so gut wie möglich. Und sogar wenn, ich sag's mal ganz krass, einer so wäre, dass ich sagen würde, der gehört in den Knast. Wenn er aber eine Meinung vertritt, die auch zur Bewusstseinsbildung der Gesellschaft wichtig wäre, dass die Menschen sehen können, wozwischen können wir denn alles wählen, dann müsste man ihn aus dem Knast in die entsprechenden Meinungsbildungsdiskussionen mit dazuschalten, damit der Standpunkt nicht verloren geht, sondern alle Menschen wirklich alle Wahlmöglichkeiten sehen können. Das entspricht dem demokratischen Ideal des Beutelsbacher Konsenses. Und im Grunde ist das, was jetzt hier dann versucht wird, also ich bin da total begeistert von, ist im Grunde genommen die erste richtig demokratische Meinungsbühne oder Meinungsbildungsbühne, die den Beutelsbacher Konsens umfassend eben zur Geltung kommen lassen will und schauen will auch, dass es dann, dass nicht nur alles sichtbar wird, sondern dass es nach inhaltlicher Argumentequalität gehen soll, statt all der nicht argumentativen Manipulationen. Ja, und die Grundidee ist eben, dass man eben gerade auch einfach die Meinung des anderen stehen lässt, anstatt wie es im Öffentlich-Rechtlichen oder sonst wo überall geschieht, dass erst einmal der mit der anderen Meinung erstmal gar nicht eingeladen wird. Und wenn, dann wird er weggedrückt und wird gesagt, das sind ja alles nur Spinner und Verrückte. Ne? Und genau. Das ist das Neue hier, dass wir hier, ich bin mal gespannt auf die neue Bildqualität und die neue Tonqualität, ob das alles so hoffentlich sehr gut geworden ist. Ja. Und von daher würde ich sagen, das ist doch jetzt, das kommt jetzt noch in die E-Mail raus. Die schicke ich Ihnen auch zu, dass dann das Video mit drin ist, sozusagen. Und es wäre super, wenn Sie das an alle Leute, die Sie kennen, weiterschicken würden, sodass die sehen, jetzt heute hier hat diese argumentative Plattform, diese echte Demokratie pur, die bei den Professoren irgendwann vor 30 Jahren mal angedacht worden war, endlich beginnt sie und jetzt kommt nur die Frage, machen genügend mit und das Entscheidende ist, wer ist am Montag dabei, damit Paula Piquet und damit wir vielleicht zu viert, zu fünf dann mit Paula Piquet einen schönen Talk haben. Genau, und es kriegen bestimmt jetzt auch schon Leute mit durch das, was wir machen. Also ich hatte schon gesagt, also ganze Szenen müssten eben so mit ins Boot kommen, auch diese Auseinandersetzung, also Fridays for Future, Extinction Rebellion, oder jetzt dann eben auch KenFM, was ja schon... Ich habe Fridays for Future dazu eingeladen. Kommt nicht mal eine Antwort. Ja, genau. Oder KenFM, da wollte ja schon jemand kommen. Und ich hatte schon gesagt, Gerhard Hüther, Franz Hörmann und solche Leute. Also die kriegen das bestimmt mit, wenn wir anfangen, so ein bisschen zu wirbeln in der Richtung. Ne? Es wird sich dann schon Bahn brechen, also dieser Versuch, dass da sowas geschieht. Und die müssen alle mit an den Tisch. Also wir brauchen die ganze Alternativenvielfalt. Und auch gerade das, was die Qualität hat, da Umbrüche auszulösen in der Gesellschaft, in der Entwicklung. Das brauchen wir an den Tisch, um die Kräfte zu bündeln. Ja, ich würde sagen, das war genau das richtige Schlusswort. Jetzt muss ich nur, ach ja, ich weiß, wo ich den Stoppknopf finde. Sie sehen es, liebe Zuschauer, das ist ganz moderne Technik, für mich manchmal noch zu neu. Wir haben 2:17. Das ist doch ein guter Anfang für das neue Format Talkshows Demokratie pur. Können wir es beenden? Sind wir soweit? Ja. Alles klar. Laden Sie ein, wen auch immer nur Sie können. Das war am Montag vielleicht schon etwas, schon 5, 6 Leute sind vielleicht. Alles klar. Tschüssi, bis bald. Ja, tschüss.